Vielen Dank. So. Ich erst mal mein Gedönse ablegen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Finde es sehr schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ob Tiere rechnen können, ich habe dann auch mal so in meinem Kopf gekramt. Ich bin ja auch mit Tieren aufgewachsen und habe ja beruflich schon seit 17 Jahren sehr intensiv mit den unterschiedlichsten Tierarten zu tun. Und habe aber irgendwie so noch nichts entdecken können in meinen Erinnerungen, dass ein Tier gerechnet hat, zumindest nicht in meiner Gegenwart. Bei meinen Hunden ist es so, dass ich da schon das ein oder andere Mal berechnendes Verhalten unterstellen möchte. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Doggenmischlingshündin, Nalani, und die hat was gemacht, das hat keiner meiner Hunde vor mir so intensiv gemacht. Die kommt in die Küche, setzt sich vor mich hin und ich habe oben auf meinem großen Küchenschrank eine Dose stehen und da sind Hundeknochen drin. Und die sitzt in der Küche und das ist ja nun ein großer Hund und die schaut mich an. Und die schaut mich so lange an, bis ich auch zurückgucke. Und in dem Moment, wo ich zurückgucke, macht die so. Und stiert diese Dose an. Und dann guckt sie mich wieder an. Und dann stiert sie aber sofort wieder diese Dose an. Also unterstelle ich ihr, sie rechnet damit, wenn sie das oft genug macht und wenn ich nicht zu begriffsstutzig bin, dass ich ihr diese Dose runterhole und einen Knochen daraus gebe. Und da ich ja ein sehr empathischer Mensch bin, muss ich dann leider sagen, dass mein Hund sehr gut in seiner Kommunikation ist, weil ich habe es verstanden und ich hole ihm den Knochen runter und gebe ihn ihr. Das zum Thema Rechnen. Ich möchte jetzt aber unsere Gäste für heute Abend vorstellen. Ich fange an mit Frau Dr. Vanessa Schmidt. Kommen Sie bitte einmal zu mir hoch. Frau Schmidt ist einfach, wir können uns auch, also wir haben hinter der Bühne schon heimlich geknutscht, nein, nicht geknutscht, aber wir können uns auch noch mal die Hand geben, einfach hinsetzen. Frau Dr. Schmidt ist Verhaltensforscherin und Tierpsychologin und die hat ein ziemlich spannendes Projekt im Zoo Heidelberg. Sie forscht nämlich dort an Affen und auch an anderen Tierarten. Sie erforscht dort die kognitiven Fähigkeiten und die Intelligenz dieser Tiere. Und sie macht das mit einem Ding, ich sage jetzt mal Ding, also die Tiere dürfen bei ihr mit einem Ding spielen, was ich immer noch versuche, aus dem Kinderzimmer meines Sohnes fernzuhalten, nämlich einen Computer mit Touchscreen. Frau Dr. Vanessa Schmidt, Sie werden uns nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Unser zweiter Gast, den ich auf die Bühne bitten möchte, ist Professor Dr. Bleckmann. Schönen guten Abend. Ja, Sie haben sich diesen Platz ausgesucht. Sehr gut. Herr Professor Bleckmann ist Professor für Zoologie und vergleichende Neurobiologie. Und er ist viele Jahre geschäftsführender Direktor gewesen hier am Institut für Zoologie an der Uni Bonn. Den nächsten Satz habe ich mir bei Wikipedia geklaut, weil das, was er macht, ist so kompliziert, das kann ich irgendwie nicht selber wiedergeben. Der hat nämlich in seiner breit gefächerten zoologischen Forschung bedeutende Impulse in der Neurosinnes- und Verhaltensbiologie gesetzt. Das war richtig, ne? Oh ja. Sehr gut. Haben Sie das alle verstanden? Also ich hoffe, er erklärt uns das gleich noch ein bisschen besser und ausführlicher. Er hat zum Beispiel mit seinen Arbeitsgruppen das Seitenliniensystem von Fischen erforscht, also wie Fische Wasser fühlen. Das finde ich schon mal ziemlich spannend. Er hat auch erforscht, wie Wanderfalken, die ja brutal schnell fliegen können, es schaffen, nicht gegen einen Baum zu fliegen, wenn sie so hohe Geschwindigkeiten haben, also wie sie manövrieren können. Diese und viele andere Gebiete. Ich bin schon sehr gespannt, was Sie uns dazu noch alles berichten können. So, unseren dritten Gast, der schon ganz nervös, so sitzt er da, wann kommt die endlich zu mir? Herr Rütter, bitte. Sucht sich jeder selber den Platz aus? Nee, ich glaube, der ist vorher zugeteilt worden. Das heißt, ich sitze hier. Ja, wunderbar. Zu meiner Linken, das ist wunderbar. Also, Martin Rütter, mein langjähriger Fernsehkollege, den ich jetzt, glaube ich, ja gar nicht großartig vorstellen muss, weil ich bin sicher, dass ihn jeder hier kennt im Saal. Als Fernsehexperte für Hunde,
als Bestsellerautor, als wunderbarer Entertainer, solches Abkürzen an dieser Stelle, jeder kennt ihn, er ist einfach toll. Aber was ich am wichtigsten, dass du toll bist, ist richtig. Was ich aber am wichtigsten finde, ist, dass Martin Rütter es geschafft hat, die antiquierten Hundeerziehungsmethoden zum Wohle der Hunde zu revolutionieren. Und das finde ich einfach großartig, das hast du toll gemacht. Ja, Martin Rütter. Ja, dann setze ich mich jetzt mal auch. Ich habe nur so gestutzt, als du gesagt hast, wir kennen uns aus dem Fernsehen. Habe ich das gesagt? Ja, es wirkte so ein bisschen, als würden wir uns aus dem Fernsehen kennen. Nee, ich meinte langjähriger Fernsehkollege. Okay, weil wir kennen uns beide schon lange, bevor Fernsehen war. Ja. Ich kann ja jetzt, sie hat ja ihre Hundegeschichte schon erzählt. Die eine, ne? Du erzählst jetzt andere Hundegeschichten von mir und blamierst mich? Das Nein. Das habe ich mir eigentlich schon vorgenommen. Das heißt, wir beide haben uns tatsächlich als stinknormale Spaziergänger kennengelernt, beide lange bevor wir bei Vox waren. Und es war sehr, sehr spannend, denn Diana hat es jetzt eigentlich so dargestellt, als wäre sie quasi tiptop dienstleistungsorientiertes Servicepersonal ihres Hundes. Bin ich auch. Und das war früher aber nicht so, weil sie da etwas schwierigere Hunde hatte als jetzt wahrscheinlich. Ja, nein, ich glaube, es liegt daran, dass ich ein bisschen mehr weiß. Der Sender ist gemutet, was immer das bedeutet. Aber ihr versteht das doch sowieso. Ach, siehste. Vielen Dank. Ich habe gut über dich geredet. Ja? Ja. Ich wage das zu bezweifeln. Okay, wir hören jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich unterstelle jetzt mal, also wenn man, so wie das hier auf dem, oder bin ich zu sehen, also wie man das vorhin auf dem Bild sehen konnte, wo die zwei Knochen waren und nochmal zwei Knochen, wenn man von Rechnen spricht bei Hunden, dann finde ich, muss man ja irgendwie voraussetzen, dass der Hund auch zählen kann, weil sonst kann er ja nicht rechnen. Hast du in deiner Laufbahn schon Hunde kennengelernt, die zählen können? Du hast eben sowas erwähnt. Ja, die Frage ist ja, ich bin ja nicht so gut in Mathematik und ich weiß auch nicht, wie man Rechnen und Zählen wissenschaftlich definiert. Aber ich habe tatsächlich Situationen mit Hunden erlebt, wo ich gemerkt habe, ja, die können zählen oder zumindest sich merken, welche Zahl und um welche Zahl es geht. Beispiel, ich hatte vor vielen Jahren in Köln eine Kundin, der Mann hatte einen Schlaganfall und war bettlägerig, viele Jahre. Und die beiden hatten ein Ritual, dass jeden Abend die Besset-Hündin kam und der Mann des Hauses auch als gymnastische Übung hat die Frau ihm immer drei Leckerchen an den Nachtschrank gelegt und der Hund bekam jeden Abend drei Leckerchen. Und eines Abends hat er aufgrund der feinmotorischen Defizite das zweite Leckerchen runtergeworfen, sodass es hinter den Bettkasten gerutscht ist. Jetzt hat dieser Hund nur zwei Leckerchen bekommen, war aber drei gewohnt. Und dieser Hund hat derartig lange und penetrant randaliert, dass der Mann hinter, der hatte so ein Notfall-Handy, wo zwei dicke Tasten drauf waren und eine Nummer war halt die Nummer der Frau. Und der musste wirklich, weil dieser Besset nicht aufgehört hat, zu bellen und an der Decke zu ziehen, bis das dritte Leckerchen kam. Das heißt, er musste seine Frau anrufen, die nochmal nachgeladen hat. Und ob man das jetzt mathematisch und wissenschaftlich zählen nennt, kann ich nicht beurteilen. Aber dem Hund war ziemlich klar, bei zwei fehlt einer. Frau Dr. Schmidt, Sie erforschen ja im Prinzip im Zoo Heidelberg genau das. Nämlich, sind Tiere in der Lage, Mengen zu erfassen und zu unterscheiden? Die klassische Mengenlehre. Was genau machen Sie da im Zoo Heidelberg? Mich hört man? Ja? Ja. Genau. Also, was wir da machen, das sind, also da komme ich gleich zu, ich wollte erst noch was zu dem Hundebeispiel sagen. Also ich glaube, das ist wirklich, also ob Tiere zählen können, das ist eine sehr schwierige Frage, weil, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, Zählen aus sehr vielen Variablen besteht. Und Tiere an sich haben nicht dieses Nummernsystem, was wir Menschen haben, mit 1, 2, 3, 4, also mit Symbolen und sowas, das ist dann schon mal sehr schwierig zu untersuchen. Was sie aber definitiv können, ist Mengen abschätzen. Also sie können sagen, 2 ist mehr oder ist weniger als 3. Sie können, wenn man ihnen Futterschälchen hinstellt, wo 4 oder 7 Leckerlis drin sind, definitiv sagen, ja, die 7 sind mehr. Man kann das auch machen mit Bildern. Das ist dann das, was wir im Zoo Heidelberg zum Beispiel machen. Wenn man den Tieren Bildern zeigt und man bringt ihnen zum Beispiel bei das Bild, wo mehr Punkte drauf sind oder mehr Objekte drauf sind, dafür bekommst du immer eine Futterbelohnung. Das kann man ihnen quasi antrainieren und dann kann man testen, welche Mengen können sie denn noch unterscheiden. Also können sie auch noch 5 gegen 6 unterscheiden, können sie noch 9 gegen 10 unterscheiden und sowas kann man dann, da kann man versuchen zu testen, ob sie Mengen unterscheiden können. Zählen ist nochmal ein anderes
Thema quasi. Wie genau arbeiten Sie denn da im Zoo Heidelberg mit den Primaten, mit den Affen? Also, wir haben die gleiche Methode für Affen und andere Tierarten entwickelt. An dieser Stelle würden wir jetzt wahnsinnig gerne den Film sehen. Das Affenvideo vielleicht. Also was ich im Zoo Heidelberg entwickelt habe, ist ein Touchscreen-System, das man durch den Zoo tragen kann. Also es ist eine mobile Box. Mal gucken, vielleicht kommt es gleich. Genau, da sieht man die Affen, wie die angefangen haben. Da ist ein Orang-Utan, der Ujan, der hat mir geholfen, dieses mobile System zu entwickeln. Da an dem Gehegegitter hängt ein Metallkasten und vorne am Kasten ist ein Touchscreen. Und die Affen lernen dann eben durch Versuch und Irrtum, dass wenn sie den Bildschirm bedienen, dass da Futter rauskommt, je nachdem, was sie machen. Das Erste, was sie lernen, ist eben erstmal zu berühren. Dann müssen sie kleine Bilder berühren. Da sieht man den Kasten von hinten. Da sind also ein automatischer Futterspender drin. Und wie gesagt, ich habe viele Kästen davon, sodass die Tiere, also wenn ich jetzt zu den vier Schimpansen gehe zum Beispiel, dann bekommt jedes Tier seinen eigenen Kasten, damit es keinen Streit gibt. Da sehen Sie die Conny am Computer, auch die Gorillas machen damit. Genau. Und die lernen eben dann, die Bilder auf dem Computer zu berühren und je nachdem, ob sie es richtig oder falsch machen, kommt eben eine Futterbelohnung raus und wenn sie es falsch machen, kommt keine Futterbelohnung raus und so 3 Sekunden schwarzer Bildschirm. So muss man den Tieren eben beibringen, dass man, dass sie sich auch konzentrieren müssen und nicht einfach wie wild auf diesem Bildschirm mit ihren Fingern oder Zungen, also es gibt da unterschiedliche Varianten, was die Tiere benutzen. Kommt direkt das Vogelvideo auch danach. Von mir aus können wir das Vogelvideo auch zeigen. Dann sieht man, dass nicht nur die Affen das können. Und was wir jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, ist das gleiche System, tragbare Computersystem, auch zu den Vögeln mitzunehmen. Also nicht nur die Affen sind ja intelligent, wir werden nachher wahrscheinlich auch noch was über Fische und Haie hören. Auch andere Tierarten sind durchaus intelligent und in der Lage, Computersysteme zu bedienen. Und hier sehen Sie, es ruckelt ein bisschen leider. Da ist ein Kea, also ein Papagei aus Neuseeland und die machen das mit dem Schnabel. Also wenn das Video ein bisschen, man kann es auch im Internet sehen, wenn sie nachher zu Hause bei YouTube sind, können sie Kea in Zoo Heidelberg oder sowas am Computer gucken. Und die machen genau das Gleiche wie die Affen auch. Also die lernen erst, dass der Computer, wenn sie den berühren, dann kommt unten eine Futterbelohnung raus. Und wenn Sie das verstanden haben, müssen Sie halt kleine Bilder berühren und dann kann ich Ihnen beibringen, immer nur das Bild mit mehr Punkten zum Beispiel, da gibt es die Futterbelohnung. Als Sie angefangen haben zu arbeiten, wie lange hat das denn gedauert, bis die Affen verstanden haben, worum es geht? Also es ist ganz unterschiedlich, also nicht nur nach Art, sondern von Individuum zu Individuum sogar unterschiedlich. Also bei den Gorillas, da geht man auch, das ist so eine Theorie in der Wissenschaft, dass die ein bisschen langsamer sind, wie zum Beispiel Orang-Utans. Und die haben in der Tat auch ein bisschen länger gebraucht als zum Beispiel die Orang-Utans, um zu verstehen, wie der Computer da funktioniert. Also bei den Orang-Utans, wir waren da jeden Tag ungefähr eine Dreiviertelstunde. So, dann nehmen wir die Computer wieder weg. Sonst sitzen die nämlich die ganze Zeit davor, die Orang-Utans zumindest. Wie mit den Kindern, ne? Die fanden das wirklich sehr spannend. Und wenn wir das so eine Dreiviertelstunde gemacht haben, also bei den Orang-Utans waren es so 6-7 Tage, bis die ganz kleine Bilder berühren konnten. Also, dass sie den berührt haben und Futter rauskam, das ging innerhalb von ein paar Minuten. Diese klassische Konditionierung, Bing, Futter, das haben die sehr schnell gelernt. Und dann präzise auf kleine Bilder zu drücken, dann so 1-2 Wochen ungefähr. Genau. Und das mit den Vögeln, das ist ja noch ein recht neues Projekt. Haben die das ähnlich schnell verstanden? Die Keas definitiv. Also die Keas waren so gut wie die Orang-Utans. Also die haben mich echt erstaunt. Die waren super fix. Also die Voraussetzung ist auch, ich würde das gerne mit sehr vielen Tieren machen. Voraussetzung ist aber, dass die neugierig sind und sich dran trauen erstmal. Wir machen das Gleiche auch mit Raben, mit Keulkraben, die wir im Zoo Heidelberg haben. Die hatten den Computer jetzt so 10, 15 Mal und es war noch kein Rabe dran. Die sind super intelligent, die Raben, aber auch, man nennt das Neophobie. Also die haben Angst oder Respekt vor neuen Gegenständen. Deswegen ist es sehr schwierig, mit Raben überhaupt erstmal zu arbeiten. Die brauchen halt sehr lange, bis die überhaupt erstmal in die Nähe von diesem Gerät gehen und das dann berühren. Und die Keas waren innerhalb von 2 Sekunden dran. Also da haben wir das reingestellt und direkt ging es los. Deswegen, es ist von Art zu Art sehr unterschiedlich. Kann man denn jetzt anhand dieser Forschung schon Rückschlüsse auf die Intelligenz der einzelnen Arten ziehen? Genau, also Intelligenz ist ja so ein Überbegriff. Da haben wir eben schon mal so ein bisschen drüber geredet. Also es
Intelligenz ist so ein großer Begriff, den man als Mensch immer benutzt für alle möglichen kognitiven Fähigkeiten. Und wir versuchen das immer so ein bisschen zu unterteilen in die verschiedenen Fähigkeiten, die Tiere haben. Also soziale Kognition gibt es, so was wissen die von anderen, was verstehen die über Dritte, also über die Beziehungen zwischen Dritten zum Beispiel. Und dann die physikalische Kognition, das wäre dann so was wie diese Mengenunterscheidung. Und da gibt es immer wieder Unterschiede. Also man kann nicht sagen, eine Tierart ist in allem besser als die andere Tierart, sondern jede Tierart ist natürlich auch in ihrer evolutionären Entwicklung, hat die sich angepasst an bestimmte Sparten. Und dann ist zum Beispiel vielleicht der eine Orang-Utan besser mit den Mengen abschätzen als der Kea, aber in einem anderen Experiment ist der Kea wieder besser als der Orang-Utan. Deswegen ist das immer sehr schwierig zu sagen, wer ist denn jetzt das intelligenteste Tier. Da gibt es keine eindeutige Antwort. Gibt es bei den Mengenerkennungen schon Begrenzungen, dass man so sagt, so ab 10 können sie es nicht mehr? Also bis 4, also dieses 1, 2, 3, 4, das können sehr, sehr viele Tierarten, also auch Fische, Bienen, also auch Insekten und Amphibien. Dieses Nummernsystem bis 4, das haben eigentlich alle, also können das sehr gut abschätzen, also wenn man Bilder mit 4 zeigt. Und dann geht es so bis 8 ganz gut. Und dann müssen aber die Abstände zwischen den beiden Mengen größer sein. Also 8 und 9, das kriegt eigentlich keiner mehr hin. 8 und 11, 12 geht dann schon wieder. Also es gibt dann immer diese zwei Faktoren, die mit reinspielen. Aber so richtige Versuche, so ein Apfel plus noch ein Apfel macht zwei Äpfel oder drei Äpfel, sowas gibt es doch nicht, ne? Ja, doch, es wurde auch schon, also mit Futter, das ist dann immer noch mal eine schwierigere, also ein schwieriges Thema, weil das Futter an sich ja auch nochmal ein Reiz ist, den die Tiere wollen. Wir hatten auch Experimente gemacht, wo wir relativ gut sehen konnten, dass wenn die Tiere zwischen Futter unterscheiden konnten, die manchmal einfach nicht so richtig aufgepasst haben. Also war dieser Impuls, ich will das, einfach größer als erstmal zu vergleichen zwischen den beiden. Deswegen ist das immer schwierig. Also man muss immer gucken, welche Methoden man benutzt. Es gibt aber schon sowas, wo man so ein bisschen guckt, wenn man zwei Kugeln hat und dann macht man noch zwei Kugeln dazu und auf der anderen Seite hat man irgendwie eine und macht noch irgendwie vier dazu. Also so ist man, es gibt schon Versuche, um das herauszufinden, ob die auch wirklich addieren können zum Beispiel. Da gibt es so ein paar Hinweise, aber es ist schon sehr schwierig. Genau. Mhm. Professor Bleckmann, Sie forschen ja auch, Sie erforschen ja auch die kognitiven Fähigkeiten, nicht nur von Säugetieren, sondern auch eben von Tieren, wo wir jetzt so sagen, da kann man jetzt im Gesicht nicht ablesen, passiert da was, erkennen die was? Ja, ich glaube, ich würde erst mal vielleicht darauf hinweisen, dass die Frage, die Sie gestellt haben, ein bisschen zu wenig präzise war. Sie dürfen das wahnsinnig gerne präzisieren. Es gibt ja mindestens 1,5 Millionen Tierarten. Ja. Und wenn Sie die Frage stellen, können Tiere rechnen, dann ist natürlich die Frage, welche Art meinen Sie denn? Lass uns doch einfach alle aufzählen und wir entscheiden dann, welche. Passen mal auf. Das ist eine Kognitionsforschung. Wir unterhalten uns ja über tierische Kognition. Und man weiß natürlich, wir wissen natürlich, dass wir relativ gute kognitive Fähigkeiten haben. Und wir wissen auch von Menschen, dass diese kognitiven Fähigkeiten gebunden sind an unser Großhirn. Das heißt, Menschen haben ein Großhirn, eine starke Faltung des Großhirns. Und da sind alle die kognitiven Fähigkeiten, die wir haben, sind sozusagen gebunden ans Großhirn. Jetzt guckt man sich die Primaten an, Schimpansen, Orang-Utans, Gorillas und so, und die haben auch ein Großhirn, die haben auch eine starke Faltung des Großhirns. Und daraus hat man geschlossen, dass Tiere, die ein ähnliches Großhirn haben, ähnlich jetzt im weitesten Sinne wie der Mensch, die müssten auch über kognitive Fähigkeiten verfügen. Und dann hat man untersucht die kognitiven Fähigkeiten von Primaten. Und ich habe mal nachgeschaut, es gibt 160.000 Publikationen über kognitive Fähigkeiten von Tieren. Und davon sind 130.000 mit Primaten. Man hat nämlich damals geglaubt, dass Tiere, die keinen hochentwickelten Kortex haben, auch nicht zu kognitiven Leistungen in der Lage sind. Hunde, kann man da gleich noch zukommen, haben übrigens auch einen relativ guten Kortex. Aber Fische wie beispielsweise Vögel, und Sie haben die Vögel jetzt schon vorgestellt, von Vögeln hat man ursprünglich gedacht, das sind rein instinktgetriebene Lebewesen. Ja, die machen irgendetwas Angeborenes und ansonsten können die nichts. Warum hat man das gedacht? Weil die keinen Kortex haben. Und dann gibt es schlaue Ethologen, die haben angefangen, das mal genauer zu untersuchen und haben dann festgestellt, dass Rabenvögel und Papageien, und die Keas auch, glaube ich, ne, dass die von ihren kognitiven Fähigkeiten eigentlich vergleichbar sind mit Primaten.
Und jetzt hat man ein Problem. Das heißt, die haben keinen Kortex, also die haben kein Großhirn. Und wieso können die das eigentlich genauso gut wie Primaten? Und damit hat sich gezeigt, dass also diese höheren kognitiven Funktionen nicht unbedingt an kortikale oder an, ich sollte ja nicht so viele Fremdwörter verwenden, ne? an Großhirnstrukturen gebunden sind. Mhm. Und bei Vögeln hat man dann immerhin noch gefunden, dass das Pallium, dass also ein Teil des Großhirnanalogen, na, Großhirnanalog ist falsch, also des Vorderhirns, bei diesen Tieren offensichtlich dieselben Leistungen erbringt wie beispielsweise ein Affe. Dann hat man vielleicht noch etwas, um auch nochmal, als Wissenschaftler sucht man ja immer nach Beweisen. Woher weiß man jetzt, dass kognitive Funktionen an kortikale Strukturen gebunden sind? Das hat man so gemacht, dass man operativ den Kortex entfernt hat bei Tieren. Und dann hat man geguckt, was da los ist. Und dann atmen die noch und die können auch noch den Temperaturhaushalt regulieren, aber sonst können die nichts mehr. Das heißt, da ist jede Art von kognitiver Fähigkeit ist verloren. Wenn Sie dasselbe Experiment mit Vogel machen, bin ich sicher, kommt dasselbe raus. Wenn Sie dieses Experiment mit Fischen machen, dann würde ein Laie nicht erkennen können, welcher Fisch kein Großhirn hat und welcher Fisch ein Großhirn hat. Das sehen Sie nicht. Der schwimmt genauso munter in der Gegend rum wie vorher auch. Daraufhin hat man gedacht, dass Fische ihr Gehirn, ihr Großhirn, ihr Vorderhirn, vor allen Dingen nur zum Riechen benutzen. Und man hat immer noch gedacht, also Fische haben keine großartigen kognitiven Fähigkeiten, weil da gibt es überhaupt keine neuronalen Strukturen dazu. Und vielleicht ein Beispiel, die Leute sagen ja, Fische haben keine Schmerzempfindung, weil die haben ja kein Großhirn und wer kein Großhirn hat, hat auch keine bewusste Schmerzempfindung. Und dann haben Leute angefangen, erstmal zu gucken, wie das Vorderhirn bei Fischen aufgebaut ist. Und dann haben sie geguckt, ob Fische und zu welchen kognitiven Leistungen Fische in der Lage sind. Und es gibt mittlerweile, es gibt immer noch nicht sehr viele Publikationen. Es gibt, kann man einen Schluck trinken, ungefähr 2000 Publikationen über Kognition bei Fischen. Und dann hat man einfach zum Teil Experimente wiederholt, die Leute früher mit Primaten oder Hunden oder was auch immer gemacht haben. Und hat dann festgestellt, dass es praktisch fast keine kognitive Leistung gibt, die man bei Primaten findet, die man nicht auch bei Fischen findet. Der Unterschied allerdings ist, ein Primat kann sozusagen alles. Ne? Die Primaten, die sind, aber ich meine, im Vergleich zu Fischen sind die wirklich relativ gut. Bei den Fischen, da hat sich, es gibt viele dumme Fische, es gibt aber auch viele intelligente Fische und die Fische haben sich sozusagen, das gilt ganz allgemein für Lebewesen, oder ich muss es nochmal anders ausdrücken, die Frage muss man stellen, warum hat denn überhaupt ein Organismus kognitive Fähigkeiten? Und da gibt es verschiedene Hypothesen. Also eine Hypothese ist die Sozialhypothese. Man sagt also, Tiere, die in Sozialverbänden leben, die haben einen Vorteil, wenn sie andere übervorteilen. Und wenn ich andere übervorteile, dann ist es von Vorteil, wenn ich sehe, dass mich ein anderer übervorteilt. Das heißt, man kriegt eine Spirale, einen Selektionsdruck darauf, immer schlauer zu werden. Und das war sozusagen die Ausgangshypothese, also das kommt irgendwie aus dem Sozialverhalten. Sozialverhalten gibt es auch bei Vögeln natürlich, gibt es weniger bei Fischen. Aber es gibt dann, da ist man eigentlich relativ spät drauf gekommen, ich muss vielleicht doch nochmal etwas anderes dazu sagen. Und zwar, es gab ursprünglich so die Idee der linearen Höherentwicklung in der Evolution. Also man hat gesagt, so ganz unten stehen die doofen Haie, die sind ja 450 Millionen Jahre alt, das sind so lebende Fossilien, die sind ziemlich blöd. Und dann hat man gedacht, dann kommen irgendwann die Knochenfische und dann die modernen Knochenfische und die sind dann schon ein bisschen schlauer und dann kommen die Amphibien, Reptilien, die Vögel sind dann nochmal schlauer und dann kommen die Säuger, die sind also schon ziemlich schlau und dann kommen die Primaten, die sind super schlau und dann kommt die Krone der Schöpfung, das ist der Mensch. Das war so die Vorstellung. Aber die Vorstellung ist falsch. Und zwar deshalb, weil die Evolution ja parallel läuft. Also der Hai oder die Gruppe an Haien, die seit 500 Millionen Jahren auf der Erde leben, die haben ja 500 Jahre Selektionszeit hinter sich. Das heißt, die konnten ja 500 Millionen Jahre lang optimiert werden. Also warum sollen die schlechter sein wie ein Affe? Ja? Allerdings, die Tiere, jedes Tier, kann nur die Dinge, die biologisch relevant sind. Das heißt, ein Tier lebt in einem bestimmten Lebensraum und in diesem Lebensraum muss dieses Tier bestimmte Aufgaben lösen und wenn es die nicht lösen kann, dann kann es in diesem Lebensraum nicht leben. Darauf wird optimiert. Und jetzt können Sie Fragen stellen,
Einmal allgemein meinetwegen, und das ist der Grund, warum wir dann Kognition bei Fischen gemacht haben, weil das wäre ja sonst willkürlich, sonst sitzen hier die Leute und sagen, naja, dann macht er was an dem Fisch, dann macht er was an dem Fisch oder so. Aber der Hintergrund ist ein evolutionärer Hintergrund, also der Hintergrund ist sozusagen völlig anderes Gehirn, stimmt auch nicht, aber zumindest ein fehlendes Großhirn, schon vor der Hirn, fehlendes Großhirn. Man hat zunächst den Eindruck, die können nicht viel, und jetzt kann man also Fragen stellen. Wie stellt man die Fragen? Sie haben es ja schon gezeigt eigentlich in Ihrem Video. Macht man mit Fischen meinetwegen ganz genauso. Wenn die das richtig machen, kriegen die eine Futterbelohnung. Bei Hunden ja auch. Und wenn sie es falsch machen, kriegen sie nichts. Oder sie kriegen einen Strafreiz. Und wenn sie rauskriegen wollen, meinetwegen, ob ein Fisch rot von gelb unterscheiden kann, immer wenn er eine rote Fläche anschwimmt, kriegt er Futter. Und immer wenn er eine gelbe Fläche anschwimmt, kriegt er nichts. Sie müssen natürlich für Helligkeitswerte korrigieren. Und sie müssen die Position der Farbobjekte variieren, damit der Fisch nicht irgendwie andere Dinge nimmt. Und dann kriegen sie raus, der kann das. Ja? Und ich will vielleicht, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, am Anfang zu sagen, weil die Frage, die wahrscheinlich doch aus dem Publikum kommt, ist, wie kriegt man sowas überhaupt raus? Woher weiß man, was ein Tier weiß? Ja? Und da muss man Experimente machen, ganz klar. Und man kann aber auch leicht große Fehler machen. Und ich will einen Fehler hier beschreiben, den vielleicht der eine oder andere hier im Saal kennt. Und zwar hat es 1907 ein Pferd gegeben, und dieses Pferd konnte rechnen. Und zwar war das so, der Besitzer des Pferdes hat dieses Pferd am Jahrmarkt vorgeführt, und dann hat er zu dem Pferd gesagt, meinetwegen 2 plus 2, und dann hat das Pferd 4-mal mit der Hufe gescharrt. Und dann hat er gesagt, 3 plus 3, und dann hat das Pferd 6-mal mit der Hufe gescharrt. Und er hat gesagt, 10 geteilt durch 5, dann hat das Pferd 2-mal mit der Hufe gescharrt. So, die Leute waren begeistert, das Pferd konnte rechnen. Gibt ja auch bei Hunden, ne? Gibt ja auch Hunde, die sowas können, hervorragend. Mega. Die Geschichte geht weiter. Dann waren natürlich Wissenschaftler da, und als Wissenschaftler ist man natürlich immer skeptisch. Und die Wissenschaftler haben dann gesagt, das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Und dann hat der Wissenschaftler das gemacht, also hat nicht mehr der Besitzer des Pferdes die Aufgabe gestellt, dann hat der Wissenschaftler die Aufgabe gestellt, und dann hat das Pferd das auch gekonnt. Und dann haben sie jemanden genommen, der nicht rechnen konnte, also einen Mensch, der nicht rechnen konnte, und der hat dann die Aufgabe gestellt, und dann hat das Pferd das auch nicht mehr gekonnt. Und herausgekommen ist, dass das Pferd den Gesichtsausdruck des Fragenstellers sich angeguckt hat. Und wenn das Pferd jetzt anfängt, nehmen wir an, die Lösung ist 4, und das Pferd macht dann 1, 2, 3, 4, das guckt ihm dann ins Gesicht, und bei 4 macht er einen anderen Gesichtsausdruck. Macht er noch weiter? Nee, macht nicht mehr weiter. Und dann hat das Pferd aufgehört. Das heißt, was ich mit dem Beispiel sagen will, ist, dass man erstens natürlich Versuche machen muss, aber zweitens müssen die Versuche sehr kontrolliert sein, weil man Tieren oftmals Hinweise gibt, die Tiere benutzen, die man aber gar nicht beabsichtigt hat und die man selbst auch gar nicht mitbekommt. Gerade im Umgang mit Hunden ist es ja so, dass man als Halter eigentlich ohne Ende und ständig irgendwas aussendet an den Hund, und der reagiert dann in irgendeiner Form. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Das kann man gezielt trainieren, indem man dem Hund beibringt, Objekte zu benennen und die anzutippen. Und da läuft halt auch ganz viel auf der unbewussten Ebene. Ne? Total. Ich meine, hier ist es ja ein bewusster, also ich behaupte jetzt bei dem Pferdehalter erstmal ein bewusster Trick, und dann derjenige, der als Zweiter kommt, ist dann so unbewusst auch in dieser Körpersprache. Aber du hast natürlich recht, wenn ich jetzt grundsätzlich, wenn ich Tests an Hunden sehe, und oft werde ich in Sendungen wie SternTV eingeladen, die immer sagen, wir möchten hier die Intelligenz der Hunde testen, dann bin ich immer sofort raus, weil die Menschen einen Fehler machen, die haben in meinem Kopf, ja, wir bewerten jetzt, wie schlau ein Tier ist. Und in einer solchen Situation kannst du nur bewerten, wie kooperationsbereit ist ein Tier. Das heißt also, wenn ich jetzt hingehe, ich nehme einen Herdenschutzhund als Rasse, das sind Hunde, die darauf gezüchtet sind, völlig eigenständig zu handeln. Die kannst du 5 Monate irgendwo in die Pyrenäen stellen und sagen, mach's dir nett mit der Herde. Die verteidigen die Herde gegen alles, was irgendwie kommt. Aber die sind überhaupt nicht auf Kooperation mit dem Menschen selektiert. Das heißt, wenn du dem sagst, sitz, dann fragt er sich, brauche ich das? Nee, brauche ich nicht, mache ich nicht. Jetzt kann man sagen, das ist dumm,
Ich kann sagen, das ist biologisch funktional, genau wie Sie gesagt haben. Es kommt ja auf die Ökonische an, sag ich mal, aufs Ökosystem, in dem das Tier lebt. Wenn ich aber jetzt einen Border Collie habe, wo alle mal sagen, der ist ach so schlau, der ist darauf gezüchtet und selektiert, mit Menschen zu kooperieren und die feinsten Nuancen im Gesicht auch zu bewerten. Das heißt, wenn ich jetzt einem Hund wie damals Rico beibringe, selektiere 300 Stofftiere, dann kann man in meiner Welt das nur als besonders verspielt und besonders kooperativ mit Menschen bezeichnen, aber nicht automatisch als intelligent. Das heißt, wenn ich jetzt rausfinden will, ist ein Hund besonders intelligent, ja oder nein, dann muss ich davon ausgehen, dass er keine Lernerfahrung mit Menschen hat und dann teste ich das. Ein Hund, der keine Lernerfahrung mit Menschen hat, der ist neophob und sagt, naja, kenne ich nicht, gehe ich gar nicht hin. Das ist unheimlich schwer und deshalb müssen die Menschen sich auch ein bisschen davon verabschieden, zu sagen, ich möchte einen besonders intelligenten oder einen besonders schlauen Hund haben. Das bisschen, was wir von den Hunden abverlangen im Alltag, ist so banal und profan für Hunde, dass selbst der dümmste Esel das noch versteht. Also es ist ja nicht viel. Aber Hunde sind eben sehr stark auf Kommunikation für Menschen ausgerichtet, können Gesichtsmimiken einschätzen. Ein Hund weiß sofort, ob du fröhlich bist oder sauer oder traurig. Deshalb ist ja immer der Gedanke, wenn Hunde aus dem Ausland hergeholt werden, Herr Rütter, ich habe einen Hund aus Rumänien, aus der Tötungsstation, der hat ja noch nie Deutsch gehört. Deshalb kann der jetzt keinen Sitz. Ja? Und das ist völliger Blödsinn, denn 95% der Kommunikation läuft bei Hunden über Körpersprache und Gesichtsmimik. Akustik spielt in der Kommunikation bei Hunden so gut wie überhaupt keine Rolle. Ja, das war meine Maggie Woods, als die aus Spanien zu mir kam. Und ich habe vorher zu Momo und Piro immer gesagt, wenn die nicht gehört haben, rede ich Spanisch oder wieso machst du das jetzt nicht? Und das hat dann bei meiner spanischen Hündin leider nicht mehr funktioniert, weil die konnte ja Spanisch. Genau. Ja, mit den Hunden und mit der Kommunikation. Ich wollte noch mal, geht das hier? Ja. Ja, ich wollte noch mal was sagen, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt mehrere wichtige Punkte. Ein wichtiger Punkt ist, für Haustiere gelten andere Bedingungen. Also Haustiere und Wildtiere kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen, weil Haustiere werden ja gezüchtet und denen kann man jeden Blödsinn anzüchten und damit ist dann unter Umständen nichts mehr optimiert. Und was ja auch ein wichtiger Aspekt ist, das hat der Herr Rütter ja auch gerade gesagt, dass die Hunde ja auch gelernt haben, über viele Jahre den Menschen zu lesen und mit ihnen im Verbund zu leben und das machen die Wildtiere ja nicht. Die sind ja nicht daran interessiert, uns zu lesen. Ja, jein. Man weiß immer noch nicht ganz genau, ob Hunde, also was Sie beschrieben haben, ist natürlich alles richtig, aber man weiß noch nicht genau, ob die sozusagen diese Fähigkeiten nicht von ihrer Wolfsvergangenheit her mitbringen, weil Wölfe ja im Rudel leben und ich im Rudel ja auch immer auf den Gesichtsausdruck der anderen achten muss und so. Also da kann ich kurz einhaken, ja. Das ist ganz spannend, weil da eben genau der Unterschied im Lernverhalten und der sozialen Entwicklung eines Wolfes im Vergleich zu einem Hund ist. Das heißt, bis zum dritten, vierten Lebensmonat ist deren Lernverhalten mit Menschen nahezu identisch. Der Hund bleibt aber bis zum 15., 20. Lebensjahr immer ein verkindlichtes Tier. Das ist ja durch Selektion genauso gemacht. Ja, das passiert ja bei Haustierwährung. Ne? Genau, und der Wolf wird eben relativ schnell erwachsen und hat mit 6, 7, 8, 9 Monaten gar kein Interesse mehr an Kooperation. Und deshalb wirkt er dann schwerer zu trainieren. Gut, aber gibt es Versuche und die zeigen dummerweise, dass die Wölfe, also erst hat man gedacht, die Hunde sind da viel besser wie die Wölfe und dann hat man neuere Versuche gemacht und die stellen das wieder so ein bisschen in Frage. Also ich denke, die Tendenz ist absolut richtig, die Sie sagen, die Hunde sind da offensichtlich besser. Aber ich wollte nochmal erklären, damit man so ein bisschen versteht, dass die ökologischen Bedingungen letztlich darüber entscheiden, was ein Tier kann und was es nicht kann. Oder umgekehrt, wer es eben nicht kann, der kann die Ökonische nicht besetzen. Und da gibt es unheimlich schöne Beispiele und ein Beispiel sind die Putzerfische. Hat wahrscheinlich jeder schon mal im Fernsehen gehört. Putzerfisch, das ist ein kleiner Fisch, der lebt im Korallenriff. Und der pickt von anderen Fischen, die vorbeikommen, pickt er die Parasiten ab. Der Putzerfisch, der ist ungefähr so groß. Und man hat das Verhalten von diesen Fischen sehr genau untersucht. Die putzen am Tag, oder die haben am Tag bis zu, also Interaktionen mit bis zu 2500 anderen Fischen aus 100 Arten. Und die Putzerfische kennen diese Fische praktisch alle persönlich. Also die können die Fische wirklich persönlich auseinanderhalten und die haben auch eine Strategie beim Putzen. Das heißt, der Putzerfisch, der weiß zum Beispiel, ob ein Fisch ein kleines Revier hat. Wenn er ein kleines Revier hat, dann kann er nicht zu einer anderen Putzerstation, dann ist er darauf angewiesen, auf diesen Putzer. Ein Fisch, der ein großes Revier hat, der hat Alternativen. Der kann zu dem gehen zum Putzen oder zu dem gehen zum Putzen oder zu dem gehen zum Putzen. Und deswegen werden die Fische mit dem großen Revier immer bevorzugt geputzt. Weil die würden ja sonst woanders hingehen. Ja? Das ist so ähnlich wie ein,
wie ein Tankwart, der jetzt entscheiden muss, wer kriegt das Benzin zuerst, und der, den Kunden, den er eh sicher hat, der kriegt erstmal nichts. Aber damit sind wir ja aber doch schon wieder beim berechnenden Verhalten. Damit sind wir beim Berechnen, ja. Und das hat sich eben gezeigt. Und Sie haben auch völlig recht, wenn Sie sagen, die Frage nach der Intelligenz, die ist irgendwie auch falsch gestellt. Ne? Weil man muss den Tieren Aufgaben stellen, die sie in ihrem natürlichen Biotop, Habitat lösen müssen. Und dann sind Tiere immer, immer absolute Champions. Wenn Sie die falsche Frage stellen, dann kriegen Sie eine dumme Antwort. Und ein ganz einfaches Beispiel, haben wir eben mal drüber gesprochen. Wenn Sie untersuchen wollen, nehmen wir an, Sie sind Wissenschaftler und Sie wollen rauskriegen, wer kann besser klettern, Katze oder Hund. Und jetzt machen Sie aufwendige Versuche und dann kommt raus, ja, die Katze ist also 1000-mal besser wie der Hund. Dann sagen Sie, Katzen sind besser wie Hund. Aber die Frage stellen wir uns blödsinnig. Eine Katze ist zum Klettern geschaffen und ein Hund ist zum Laufen geschaffen. Also die Frage war falsch. Mhm. Sie müssen die richtige Eingangsfrage stellen, dann kriegen Sie wahrscheinlich auch eine vernünftige Antwort. Ich muss jetzt noch mal kurz auf Intelligenz bei Hunden. Wenn man jetzt seinem Hund den Ball wirft, ja, und Hunde sind ja dann in dem Fall identisch, ne? Die können ja alle super gut Bällchen holen. Okay, ich dachte immer, also wir hatten einen Husky und der Husky, der holt keine Bälle. Und genau darauf wollte ich aber jetzt zu sprechen kommen, genau darauf. Ja. Der Hund, der jetzt immer und immer wieder den Ball zurückholt, ist der jetzt besonders intelligent oder ist der Hund, der den Ball nicht holt, zum Beispiel meine Nalani, meine Doggenmischlingshündin, der werfe ich den Ball, die geht den holen, bringt den zurück, dann werfe ich den wieder und dann guckt die mich an und dann sagt die, geh doch selber. Aber wir haben es ja im Grunde auch gerade gesagt, wir haben im Vorfeld ein bisschen geplaudert und er hat gesagt, er hätte einen Jack Russell Terrier und hat mir gesagt, ja, die holen ja immer den Ball. Und dann sagt er hat einen Husky, ja, die holen ja nie. Und ich habe vorhin gesagt, dass für mich der große Unterschied im Lernverhalten in Kooperation mit Menschen zwischen Wolf und Hund das Erwachsenwerden ist. Das heißt also, wenn du einem Hund, der bis ins hohe Alter verkindlicht im Kopf bleibt, also erwachsene Strukturen kaum lebt, Labrador, Kleinterrier-Rassen, die rennen mit 13 noch einem Bällchen hinterher. Biologisch betrachtet ist das natürlich eine völlig sinnentleerte Handlung, aber die sind ja eben verkindlicht. Ein Husky gehört aber zu den Rassen, die sehr schnell sehr reif werden. Deshalb hasst ein Husky im Training Wiederholungen. Wenn ich also mit dem Husky 30 Mal sage, sitz, und du kriegst 30 Mal eine Belohnung, das macht der nicht. Der sagt, pass auf, ich habe jetzt beim zweiten Mal verstanden, was du willst. Es macht für mich biologisch keinen Sinn. Das heißt, wenn der Husky den Ball geworfen kriegt, da gibt es auch ein paar, die rennen hinterher, aber die meisten sagen, ich kann das nicht fressen und wenn du es nicht mehr gebrauchen kannst, kannst du es wegwerfen, aber ich kann damit nichts anfangen. Das ist ja kein Ausdruck, wie Sie schon sagen, von Dummheit oder Nicht-Intelligenz. Wenn ich aber einem Husky eine hochkomplexe Aufgabe stelle, ich würde jetzt eine Fährte legen, über mehrere Kilometer ein Stück Pansen tief eingraben, wird er diese Aufgabe sehr intensiv und auch strategisch lösen. Während vielleicht der Labrador sagt, naja, ich nehme mir lieber ein Stück Käse vom Buffet, ich renne da jetzt nicht nach 2 Stunden einer Fährte hinterher. Das heißt, wir müssen dann wirklich total differenzieren, wozu ist dieser Hund mal gemacht und wie ist der grundlegend gestrickt. Deshalb, wenn ich zum Beispiel, ich mache Tests mit Welpen und dann sind die Welpen, egal welcher Rasse, 3-4 Stunden alt, wenn ich die ersten Tests mit denen mache. Und dann kann ich aber schon sagen, innerhalb dieses Wurfes oder dieser Gruppe gibt es Hunde, die sind schmerzempfindlicher, die sind weniger eigenständig, die haben eine Tendenz, Geräusche zu machen. Was ich zum Beispiel immer teste, ist ein Saugereflex. Du steckst also in einem 4 Stunden alten Welpen einen Finger, der nuckelt. 3 Tage später mache ich das Gleiche, der nuckelt. Und die wirklich schon reifen, die wissen am 10. Tag schon, ey, pass mal auf, aus dem Geruch kommt nichts raus, weiß ich nicht. Ja? Mein erster Hund, Golden Retriever Hündin Mina, du kennst die, die war, ich nenne das bewusst provokativ, so doof, dass die mit 6 Wochen, obwohl sie jeden Tag an diesem Finger genuckelt hat, nach 6 Wochen noch versucht hat, da kommt doch was raus, irgendwann muss doch was da rauskommen. Da könnte ich für mich also rückschließen, dass sie bei dem Thema geistig, sag ich mal, eine gewisse Begrenzung hat. Aber auf einer Sozialkompetenz und auf einer sozialintelligenten Ebene war dieser Hund immer in der Lage, in einer Hundegruppe sofort alle Vorteile für sich zu beanspruchen. Das heißt also, man muss da wirklich sehr fein differenzieren, dass auch ein Hund in der Lage ist, für sich zu bewerten, will ich das und brauche ich das überhaupt? Und das hat aus meiner Sicht mit Reifeprozess zu tun.
Wie ist das bei den Schimpansen und bei den Affen im Allgemeinen? Wie sind die geneigt, zusammenzuarbeiten mit dem Menschen? Ja, also mit Menschen ist schwierig. Also man hat ja in den 60er, 70er Jahren oder man hat es auch schon früher gemacht, aber in den 60er, 70er Jahren war es wirklich wissenschaftlich, dass man jeweils einen Schimpansen, einen Bonobo, einen Gorilla, einen Orang-Utan versucht halt als Menschenkind quasi großzuziehen, also in einer Familie. Und wollte dann schauen, wie menschenähnlich werden die denn. Und das hat so lange geklappt, bis sie dann so ein bisschen in diese Pubertät kamen. Und dann werden das eben auch wieder Wildtiere. Dann kann man die nicht mehr handeln. Also die haben wirklich alle gelernt, mit Menschen auf einer gewissen Ebene zu kommunizieren. Viele haben sogar Gebärdensprache gelernt. Zumindest ungefähr so um die ein paar hundert Zeichen können die lernen in der Gebärdensprache. Und dann können die auch willentlich mit Menschen kommunizieren. Wie gesagt, in der Pubertät geht es dann nicht mehr, dann kommen die, werden die quasi zu stark und zu wild wieder. Dann muss man, leider hatten die dann alle ein, naja gut, die Gorilladame durfte oder der Bonobo noch so lange bei den Menschen, naja nicht zu Hause, aber in einem Gehege dann quasi leben, bis die, also Coco ist vor kurzem gestorben, ich weiß nicht, wer die Gorilladame kennt, die berühmte Coco, die Gebärdensprache konnte. Aber der Orang-Utan zum Beispiel, der ist dann erstmal in ein Forschungslabor gekommen, weil der nicht mehr in andere soziale Gruppen, Orang-Utan-Gruppen natürlich integriert werden konnte, weil der wurde ja von Menschen erzogen und hatte keine Orang-Utan-Fähigkeiten mehr. Also das ist erstmal der erste kritische Punkt. Also man hat das versucht und hat dann zum Glück gemerkt, okay, nee, das klappt nicht, das hören wir wieder auf mit den Affen in Menschenobhut. Und dann ist man eben zu anderen Experimenten übergegangen, um zu schauen, Affen im Zoo oder in Forschung, Einrichtungen oder in Auffangstationen im Freiland, wie kooperieren die oder wie kommunizieren die denn mit Menschen? Und da ist es eben schon so, dass die da nicht wirklich gut sind. Also wenn man die gleichen Experimente mit Hunden und Affen macht, wie zum Beispiel, was Sie eben so schön erzählt haben mit diesem Blickfolgeverhalten, nennt man das auf, in der Forschungssprache, das Affen können dem Blick folgen von Menschen, ja, also wenn sie hochgucken, dann gucken die auch hoch oder wenn sie nach da gucken, dann können die auch nach da gucken, aber die können damit dann nichts wirklich anfangen. Also die wissen dann nicht, dass wenn ich auf den Becher da gucke, da ist dann das Futter drin. Also das ist dann wieder was die nicht können. Da ist die Kommunikation mit dem Menschen, also die Hunde können das natürlich super, Haustiere generell können das viel besser als eben diese Wildtiere und Affen lernen da eben lieber selber. Also die müssen selber Hand anlegen, auch mit den Computern. Also wenn ich denen jetzt zeigen würde, du musst da drauf drücken, dass da Futter rauskommt, das funktioniert nicht wirklich. Die werden dann vielleicht neugieriger darauf, dass dann da, also sie sehen ja dann, dass da Futter rauskommt, aber das von jemandem, also dieses Imitieren oder diese Hinweise von Menschen wahrnehmen, ist bei Affen eher begrenzt. Also die machen das untereinander natürlich schon, aber das sind halt eher dann, die machen lieber dann Lernen für sich und Suchen für sich. Genau, das ist so ein Unterschied zwischen Affen und Haustieren zum Beispiel. Das wollte ich jetzt gerade noch sagen, weil die Affen untereinander gucken sich ja schon voneinander ab und lernen voneinander, wie sie Werkzeuge benutzen. Ja, es gibt ja auch diese Kulturen, genau, also bei Schimpansen zum Beispiel, dass die, wenn die Nüsse aufmachen, dass die quasi lernen, welchen Amboss, also welchen Stein muss ich denn nehmen, dass diese Nuss aufgibt. Und dann gibt es diese Traditionen, quasi die Gruppe im Kongo nimmt diese Ambosse und die Gruppe in Uganda nimmt irgendwie andere. Das nennt man dann so Kultur bei den Schimpansen. Und da nimmt man halt schon an, dass die voneinander lernen. Aber diese wirklich hochgradige Imitation, die wir im Menschen haben, die findet man dann wieder nicht. Also die sehen, ja, okay, ich muss jetzt diesen, also der, da liegt jetzt zum Beispiel vermehrt der große Stein neben dem Ast. Aber die lernen nicht direkt durch Imitation, wenn sie gesehen haben, also es gibt dieses Lehren auch nicht so richtig bei Tieren. Also dass der Lehrende darauf Rücksicht nimmt, dass mein Schüler das noch nicht so richtig kann. Das ist so auch so ein menschliches. Das ist ja so ein bisschen auch Friss oder Stirb, ne? Entweder du kapierst es ja, oder genau. Es ist dein Pech, dann kriegst du die Nuss nicht. Also es gibt auch so ganz, also das ist ja das, was ich eben sagte mit dieser sozialen Kognition und da gibt es halt auch diese Unterschiede oder man denkt, es gibt Unterschiede zwischen den Menschenaffen, also zu denen, die Gruppe, zu denen wir ja auch gehören, also die Orang-Utan, Schimpansen, Gorillas und der Mensch und die Bonobos und den Tieraffen heißt das auf Deutsch, da gibt es kein so schönes Wort für. Und das ist dieses,
heißt das denn auf Deutsch, Theory of Mind, also dass man ein Verständnis von dem, davon hat, was andere sehen, hören, denken, dass das was anderes ist als bei einem selbst. Und es gibt auch so ganz nette Versuche bei Berberaffen zum Beispiel, dass man geguckt hat, man hat zum Beispiel eine, also in Rocamadour gibt es so ein Halbfreigehege, wo ganz viele Berberaffen drin leben und mit denen kann man so ein paar Experimente machen sozusagen. Und dann hat man eine Stoffschlange in ein Gehäuse gelegt und die Mutter wusste, also die Mutter von dem Affenbaby wusste, dass da so eine Stoffschlange drin ist und dann wollte man gucken, ob die das Baby warnt quasi, weil das Baby nicht wusste, dass da die Stoffschlange drin ist und das machen die eben nicht, also die Berberaffen. Also die wissen nicht so genau, dass der andere nicht das Gleiche weiß wie ich. Bei Menschenaffen ist das nochmal eine andere Sache, also bei denen ist das schon nochmal ein bisschen besser ausgebildet. Also die wissen, dass der andere was anderes sieht als man selbst. Bei Raben ist das auch ganz gut ausgebildet, dass die wissen, okay, wenn der da oben mich beobachtet, dann weiß der, was ich hier mache und wenn der andere da hinten hat das aber nicht gesehen. Das gibt es auch ganz nette Experimente. Also wenn man Futter, Raben verstecken ja Futter gerne, dass sie sich dann später irgendwie wiederholen. Und wenn die sehen, dass die jemand beobachtet hat, dann warten die, bis der weggeflogen ist, gehen das Futter schnell nochmal holen und verstecken es woanders. Mhm. Und die können dann auch zwischen den Individuen unterscheiden. Also die wissen genau, Rabe A hat gesehen, wo ich das Futter versteckt hat, B saß irgendwie weiter hinten, der konnte das nicht sehen. Wie viele Artgenossen die dann abspeichern können? Also wenn du jetzt sagst A oder B, ja, können die dann, ich sag mal, wenn da eine 30er-Gruppe wäre, ja, wirklich jeden Einzelnen schon? Ja, so? Also die Raben, die leben ja in, also die Junggesellenraben, die noch nicht in Paaren leben, die leben in großen Verbänden. Also ich glaube, das sind schon 50, 60, 70 Tiere. Und ja, da kennen die schon viele ihrer Kollegen quasi. Die wissen auch sehr viel über die Beziehungen untereinander. Also die wissen, die sind befreundet, die wissen, die sind nicht so gut oder die unterstützen sich immer. Das ist auch dann, wenn die Rangordnungen haben und irgendwie bedroht werden, von anderen, dann rufen die ihre Freunde und dann kommen, also das ist schon ein sehr ausgeklügelter Sozialsystem, die dann auch unterscheiden können. Ja. Kann man sagen, dass das bei Hunden ähnlich ist? Du warst ja auch in Australien und hast lange Dingos beobachtet. Kann man sagen, das ist ähnlich wie bei den Raben? Nee, tatsächlich nicht. Wir möchten ja den Hunden immer so gerne zuschreiben, dass sie den ganzen Tag sozial sind. Aber Hunde sind natürlich rudelorientiert und schon die Gruppe kennt sich. Aber Hunde können sehr, sehr egozentrisch sein. Also was wir zum Beispiel immer wieder sehen ist, jemand lebt mit drei Hunden zusammen und diese drei Hunde kommen im Park in einen Konflikt mit einem anderen und jetzt denkt man ja, Mensch, die anderen zwei müssten ja jetzt helfen. Und wenn es ganz blöd läuft, mobben die das eigene Familienmitglied mit, weil die sagen, pass auf, der nervt uns jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Jetzt passt mir das eigentlich ganz gut. Und bei Mobbing-Sequenzen, das finde ich, ich finde eh, dass Hunde in der Art, wie sie zusammenleben, den Menschen sehr, sehr ähnlich sind. Ich glaube, dass daher auch die Affinität zum Hund kommt. Dass man da wirklich sagen kann, dass je souveräner ein Hund ist, je weniger beteiligt er sich an Mobbing. Also, dass er im Grunde sagt, ich habe es jetzt nicht mehr nötig, mich zu profilieren, indem ich jetzt noch einen Rang niedrigen mal eine drüber brate. Also bei Hunden wissen wir ganz klar, je Rang höher der Status ist, je seltener kommt er in aggressive Konflikte, plus je seltener initiiert er Aggressionen. Das heißt also, genau wie im Grunde bei den Menschen, muss man sich so vorstellen, wenn ich in ein Geschäft gehe und ich möchte etwas reklamieren, dann ist es unheimlich blöd, bei der Verkäuferin zu reklamieren, weil sie das gar nicht entscheiden kann. Das heißt, wenn ich den Eigentümer des Geschäftes finde, der wird sehr souverän reagieren. Am schwierigsten haben es die Geschäftsführer, weil natürlich die Mitarbeiter wissen, eigentlich hat er sowieso nichts zu sagen, er ist nur ein Dazwischengeschalteter. Und bei Hunden ist das ganz genauso. Das heißt, die Nummer zwei im Rudel, wenn es eine klare Rangordnung gibt, die es nicht immer gibt, aber wenn es die gibt, ist die Nummer zwei eigentlich das ärmste Schwein, weil alle anderen drei, vier, fünf und sechs sehen, die eins nimmt die zwei nicht für voll. Warum sollen wir das tun? Das heißt, die zwei ist eigentlich die ganze Zeit in dieser Situation nach unten drücken zu müssen. Und das ist wahnsinnig großer Stress. Also wir haben nicht die Situation, dass permanent sozial gelebt wird und wir halten jetzt alle zusammen oder sowas. Das ist leider bei Hunden nicht so ausgeprägt. Damit sind wir ja schon wunderbar beim Thema Empathie. Empathie bei Tieren. Helfen sie sich gegenseitig? Ich meine, es gibt ja die wildesten Videos im Internet. Also wir haben da eben auch schon mal drüber gesprochen. Das ist natürlich eine Frage, die man relativ leicht stellen kann, die man sehr schwer beantworten kann, aber man kann sie vielleicht ein bisschen einfacher stellen, ob Tiere Tieren helfen. Ich habe doch noch aber ich war doch noch gar nicht fertig. Ach so, dann entschuldige, dann machen wir ans Ende. Aber gut, jetzt haben Sie es ja schon gefragt. Ja, also ob Tiere Tieren helfen. Und da hat man
Ich nenne mal kurz ein Beispiel. Ja. Da gibt es ja dieses, da gibt's ja Videos im Internet dazu, wie eine Gazelle von einem Krokodil ins Wasser gezogen wird. Dann kommen Flusspferde dazu und vertreiben das Krokodil. Haben jetzt die Flusspferde die Gazelle gerettet? Haben die ihr Revier verteidigt? Warum haben die das gemacht? Das sah ja offensichtlich so aus, als hätten sie der Gazelle beigestanden. Ja, muss man wieder den theoretischen Hintergrund kennen. Die Tiere helfen grundsätzlich, wobei es immer Ausnahmen natürlich gibt, aber grundsätzlich helfen Tiere eigentlich immer nur, oder fast grundsätzlich muss man sagen, nahe verwandten Tieren. Wie kommt das? Das kommt dadurch, dass durch die Selektion nur bewertet wird, wie viele Gene von einer Generation in die nächste Generation weitergegeben werden. Und da in den Verwandten zum Teil dieselben Gene drinstecken wie in einem selber, zahlt es sich für die Gene aus, wenn Verwandte sich gegenseitig unterstützen. Es zahlt sich nicht aus für die Gene, wenn Nicht-Verwandte sich unterstützen. Ein paar Beispiele. In der Serengeti gibt es ungefähr 1,5 Millionen Gnus. Die Gnus bringen alle zur gleichen Zeit, plus minus ein paar Tagen, ihre Jungen zur Welt. Und aus irgendwelchen Gründen sind meinetwegen 10.000 oder 20.000 Gnu-Junge werden von ihren Müttern getrennt. Die werden nur von der eigenen Mutter gesäugt, die werden nicht von der fremden Mutter gesäugt, auch wenn die fremde Mutter ihr eigenes Junges nicht mehr findet. Das machen die nicht. Aber eine Hilfe innerhalb einer Gruppe findet man dann, wenn die miteinander verwandt sind. Elefanten zum Beispiel bilden Familiengruppen. In der Familiengruppe hilft man sich. Primaten zum Teil bilden Familiengruppen. In der Familiengruppe hilft man sich. Delfine bilden Familiengruppen. In der Familiengruppe hilft man sich. Aber artübergreifend findet so eine Hilfe nicht statt? Nein, also das ist der absolute Ausnahme. Das wird ja nicht belohnt, das wird ja evolutionär nicht belohnt. Wenn ich jetzt herkomme beispielsweise als ein Organismus und ich helfe jetzt dauernd anderen, dann habe ich ja einen Nachteil, weil die Zeit und die Kraft, die ich in dieses Helfen investiert habe, die fehlt mir ja dann für meine eigene Fortpflanzung. Aber ich glaube da, das, was Sie zu Anfang gesagt haben, man muss da wirklich, ich weiß, worauf du hinaus willst, man muss da, glaube ich, sehr stark differenzieren zwischen einem Wild- und einem Haustier. Denn, absolut, das haben wir ja am Anfang gesagt. Haustiere genau. Gelten völlig andere Gesetze. Das haben Sie ja schon gesagt. Ja, ja. Genau, das ist ja genau das. Also bei den Nilpferd-Variationen keine Ahnung, aber es ist ja zum Beispiel sehr ausgeprägt. Jetzt in meinem konkreten Fall ist es so, dass mein Hund wirklich jede Nachbarkatze hasst. Aber hassen im Sinne von nicht, das ist ein Beutetier, das fresse ich, sondern das vertreibe ich. Das heißt, die pöbelt die Katzen so lange an, bis die wieder im eigenen Grundstück sind. Und selbst wenn da kein Zaun ist, geht die keinen Meter weiter und sagt, die sind jetzt in ihrem Garten, jetzt ist Ruhe. Die Katze, die aber mit am Hof lebt, die ist völlig willkommen. Und der würde man im Zweifel sogar auch zur Seite stehen. Also Emma hat diese Katze sogar schon verteidigt gegen andere Angriffe. Und das würde ich schon Empathie nennen, im Sinne von, man hält jetzt in einer Familie zusammen, aber es ist total situativ. Also es gibt auch dann die Situation, wo ein, bei Hunden ganz klar, wo auch ein Rudelmitglied mal vom eigenen Rudel mal eine drüber kriegt, weil es Streit mit anderen angefangen hat. Ich finde aber trotzdem die Frage spannend und ich weiß, worauf sie das jetzt. Ob es denn immer in der Natur so ist, dass es nur um biologischen Vorteil geht? Denn natürlich ist mir ja klar, dass Sie als Wissenschaftler sagen, Man muss die Antwort anders geben. Derjenige, der sich so verhält, dass es zu seinem biologischen Vorteil ist, der setzt sich in der Evolution durch. Das heißt, jemand, der sich dauernd so verhält, dass es zu seinem Nachteil ist, der setzt sich ja in der Evolution nicht durch. Es geht, glaube ich, gar nicht um die Frage um einen dauerhaften Nachteil, sondern ich glaube, die Frage geht eher in die Richtung, gibt es nicht doch so etwas wie artübergreifende Empathie, auch wenn sie vielleicht im ersten Schritt biologisch nicht so sinnvoll ist? Gibt es also sowas wie, das hört sich jetzt für Sie als Wissenschaftler sehr verklärt an, aber sowas wie eine Freundschaft oder eine Zuneigung einem Artfremden gegenüber? Also als Wissenschaftler arbeiten wir ja mit Statistiken. Und wenn Sie jetzt meinetwegen 100.000 Tiere haben und einer zeigt mal irgendwie ein Verhalten, dann heißt das im Prinzip, zeigen die das Verhalten nicht. Ja. Und dieses Helferverhalten in der Natur, ein schönes Beispiel, Vögeleltern füttern ihre Jungen. Warum füttern die ihre Jungen? Weil die zu 50% mit ihnen verwandt sind. Das heißt, die Gene der Vogeleltern, die helfen sozusagen, sich selbst zu vermehren, indem sie die Vogeleltern dazu bringen, die Vogeljungen zu füttern. Das hat man sich angeguckt und dann stellt man auf einmal fest, es gibt aber auch manchmal Helfer an so einem Vogelnest. Da ist ein anderer Vogel, der hilft. Dann hat man genau nachgeguckt, warum hilft er? Und dann hat man festgestellt, dass in der Regel dieser Helfer ein Geschwister ist aus dem letzten Gelege. Das heißt, der ist ja auch wiederum mit den Jungen verwandt. Und wenn der jetzt keinen eigenen Partner findet in der Fortpflanzungssaison,
Dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er tut nichts oder er hilft seinen Eltern, seine Geschwister großzuziehen. Und damit hat er einen genetischen Vorteil. Aber das finde ich total spannend. Das würde ja implizieren, dass die das immer erkennen können. Und ich kann ja immer nur für Hunde reden. Bei Hunden ist es so, dass zum Beispiel ein Rüde definitiv gar nicht erkennen kann, ob der Welpe von ihm ist oder nicht. Deshalb ist ein Rüde statistisch zu fremden Welpen viel freundlicher als eine Hündin, weil er latent im Kopf hat, könnte von mir sein. Das heißt, das ist ja spannend, weil sie haben zu Anfang ja... Sie haben ja zu Anfang von Cortex gesprochen und ich fand das total interessant, weil ich das über Fische mal gelesen hatte, fand ich total spannend, was Sie erzählt haben. Das ist ja für mich jetzt eine faszinierende Erkenntnis, dass so ein hochkomplexes Lebewesen wie ein Hund zum Teil nicht in der Lage ist zu erkennen. Es ist ein Familienmitglied, auch wenn es nur entfernt verwandt ist, aber ein Vogel, der für mich ja viel eindimensionaler ist, also in meiner Welt, nicht wissenschaftlich, dass er das sofort sehen kann, der ist mit mir verwandt. Das ist also spektakulär. Allgemein gilt, dass in der Regel, man muss da immer völlig aufpassen, weil die Biologie ist derart vielfältig, dass Verallgemeinerungen ist immer ein bisschen schwierig. Aber in der Regel ist schon so, dass Verwandtschaftsgrade erkannt werden. Und zwar oftmals über den Geruch, über diesen sogenannten MHC-Komplex, kann man sozusagen Verwandtschaftsgrade über den Geruch unbewusst erkennen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Hunde nicht doch auch können. Aber ich bin mir sehr sicher. Ja, also ich weiß es nicht. Aber bei Mäusen beispielsweise, sie können das, Ratten können das, viele Tiere können das, Fische können das auch zum Teil. Aber ich wollte nochmal zurückkommen zu dem Vogelbeispiel. Dann haben die Leute festgestellt, jetzt gibt es aber Helfer, die sind nicht verwandt mit dem Vogelpaar, dem sie helfen. Und dann haben sie sich überlegt, warum hilft er denn jetzt in Gottes Namen? Das widerspricht ja praktisch der Logik der Selektionstheorie. Und dann hat man herausgefunden, dass die trotzdem einen Selektionsvorteil haben, und zwar dadurch, dass falls der Mann stirbt, das kommt ja irgendwann vor, dann ist der Helfer, der sozusagen vorher dem Weibchen geholfen hat, der hat dann Zugang zu diesem Weibchen. Also der holt sich... Alles sehr menschlich, ne? Alles sehr, sehr menschlich. Ah, das kann man auch viel menschlicher machen. Da sind Untersuchungen gelaufen. Man kann ja heute die Vaterschaft genetisch feststellen. Das ist ja sehr schön. Und dann hat man eben auch festgestellt, dass viele monogame Vögel gar nicht monogam sind, sondern die haben, das ist, glaube ich, an Trauerschnäppern gemacht worden, da ist dann ein Männchen, der hat dann meinetwegen zwei oder drei Weibchen. Und die hat aber nie ein Weibchen im Nachbarrevier, sondern immer im übernächsten Revier. Damit sozusagen das Weibchen nicht mitkriegt, dass der da noch woanders im Geschäft ist. Ja? Also da gibt es tolle Sachen, die man untersuchen kann, speziell auch mittlerweile mit diesen genetischen Methoden. Aber man muss eben sehr geduldig sein, auch als Verhaltensforscher. Ich meine, das ist halt eine Menge. Empathie, würde ich sagen, ich habe das, glaube ich, eben schon erwähnt, bei Tieren, die in einer Familie leben, da kriegt man natürlich dieses Helferverhalten schon. Also Elefanten ist bekannt, wenn da einer in Schwierigkeiten kommt, dann helfen die sich. Delfine, habe ich gesagt, ist, glaube ich, auch bekannt. Also, ob das jetzt eine echte Empathie ist, kann man ja schlecht rauskriegen. Vielleicht noch auch da nochmal. Ich weiß nicht, ob habe ich das Beispiel gebracht? Nee, habe ich nicht gebracht. Ne? Ich weiß nicht, welches. Ja. dass man immer höllisch aufpassen muss, wenn man jetzt nach einer Erklärung für etwas sucht. Und Menschen sind sehr häufig geneigt, plausible Erklärungen als wahre Erklärungen anzusehen. Aber als Wissenschaftler hat man dummerweise gelernt, dass oftmals plausible Erklärungen auch falsche Erklärungen sind. Weil man einfach seine eigenen Gedanken da rein interpretiert in das Gegenüber. Man muss immer nach den einfachsten Möglichkeiten suchen. Ich will ein Beispiel nennen. Es gibt also Ameisen, die laufen ja über Ameisenstraßen, laufen die irgendwo hin und dann holen die Futter rein. Und das kommt schon mal vor, dass so eine Ameise verschüttet wird. Das ist meinetwegen Sandboden, die Ameise wird verschüttet. Und dann hat man beobachtet, dass manchmal eine Ameise vorbeikommt und den Verschütteten ausgräbt. Das wäre sozusagen... Das ist das YouTube-Video, die Ameise rettet ihre Kollegin. Jetzt wird also die Ameise ausgegraben und dann hat man sich gewundert, warum aber nur, was weiß ich, 1% der Ameisen ausgraben, die anderen 99%, die latschen da drüber. Und dann kann man sich alle möglichen schwierigen Dinge ausdenken. Dann kann man denken, ja, was weiß ich, die einen sind vom Verhalten so programmiert und die anderen sind so programmiert, das kann man sehr kompliziert machen. Und dann hat Hubert Markel damals die Versuche gemacht und er hat festgestellt, die Ameisen, die haben Vibrationsrezeptoren in den Beinen. Und wenn da jetzt einer verschüttet ist, dann macht er Vibrationssignale. Und wenn die jetzt da drüber laufen, dann spüren die Erschütterung mit ihren Vibrationsrezeptoren. Die meisten Ameisen sind so unempfindlich, dass die gar nicht die Erschütterung mitkriegen. Aber ungefähr 10% so hochempfindlich, die merken, dass da einer vergraben ist. Das heißt, es ist ein völlig einfacher Mechanismus. Und das findet man sehr, sehr häufig im Tierreich, das scheinbar intelligent ist. Aber warum retten die den denn dann? Das könnte denen doch egal sein. Die können sich doch sagen, wir haben auch noch andere. Der hat auch Vorteile. Der ist ja verwandt, der kann ja weiterhelfen, Futter einzutragen. Ja?
Ich will damit nur sagen, mit dem Beispiel, dass man immer höllisch aufpassen muss mit Erklärungen. Man hat jetzt irgendwie eine Erklärung und wir als Wissenschaftler sind gewöhnt, immer nach der einfachsten Erklärung zu suchen. Und das ist auch ein Wissenschaftsprinzip, das ist das Parsimonie-Prinzip. Das heißt also, wenn mehrere Erklärungsmodelle möglich sind, gilt immer das Einfachste. Weil es sehr einfach ist, sich immer kompliziertere Erklärungsmodelle auszudenken. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Also einfache Erklärungsmodelle, die dann aber möglichst viel erklären. Damit sind wir ja auch ein bisschen bei Kommunikation. Kommunikation ist ja ein großes Problem in der Tierwelt. Unter den einzelnen Arten funktioniert Kommunikation ja sehr gut. Aber Kommunikation Hund und Mensch, da hast du dich ja nun eingehend mit auseinandergesetzt. Warum läuft da immer noch so viel schief? Ja, es läuft ja mehr von Menschenseite schief. Also der Hund ist ja sehr gut in der Lage, Menschen einzuschätzen und ist, also ein Hund versteht ja einen Menschen viel schneller und viel genauer als der Mensch den Hund, weil der Hund, da schließt sich der Kreis eigentlich immer mehr, er hat gerade gesagt, es geht um die Einfachheit. Genau. Der Hund konzentriert sich auf die wesentlichen Dinge, was brauche ich in der Kommunikation, was brauche ich nicht, und der interpretiert dann nicht spezielle Dinge rein. Menschen sind aber ja im Umgang mit dem Hund so emotional und sind dem Hund emotional so nah, dass sie dazu neigen, menschliche Interpretationen reinzuschieben. Das ist ja das, was Herr Dr. Bleckmann gerade sagte. Ne? Also ganz klassisch, der Dackel schläft 15 Jahre bei Opa im Bett und genau in der Nacht, wo Opa verstirbt, weigert sich der Dackel, in dieses Bett zu gehen. Und dann kommt natürlich die ganze Familie an, der Dackel wollte uns warnen und er hat schon gelitten und keine Ahnung. Ein sterbender Mensch riecht einfach anders, als der Opa sonst gerochen hat. Also hat der Dackel für sich im Kopf, ja komm, der sieht zwar aus wie Opa, der hört sich an wie Opa, der riecht aber komplett anders. Das hat ihn ein bisschen verunsichert und dann geht er weg. Die Menschen kommen aber an mit hoch emotionalen Interpretationen und das ist halt eben das Thema. Der Hund, und das finde ich faszinierend und das unterscheidet ihn von allen Tierarten, ist in der Lage, mehrere Kommunikationsebenen zu knüpfen. Der ist also zum Beispiel in der Lage, von mir aus einzuschätzen, wenn der Nachbarrüde sich über mich beugt, die Nase krauszieht und die Zähne fletscht, ich habe ein Problem, der ist aggressiv. Der kann aber lernen, wenn ein Mensch sich über mich beugt, in gleicher Art und Weise die Nase krauszieht und die Zähne zeigt, ja, der gibt mir gleich Futter, der will mich nicht fressen, der freut sich. Das heißt, es ist faszinierend, dass ein Hund im Prinzip auf zwei Ebenen kommunizieren kann und beide nicht verlässt. Also weiß genau, das brauche ich bei den Hunden, das brauche ich bei den Menschen. Und das finde ich das Spektakuläre am Zusammenleben mit einem Hund, dass der mit uns so genau ist. Das heißt, zu den Fällen, wo ich hinkomme, da ist es ja nie so, dass ich sagen kann, oh, der Hund, wir haben ein Problem, sondern es ist ja immer, oh, der Mensch, wir haben ein Problem. Würdest du denn dann so sagen, der Hund ist das intelligentere Wesen? Nein. Im Gegensatz zum Menschen? Nein, das würde ich so unter keinen Umständen sagen. Und ich finde auch, dass wenn Menschen mit dem Ansatz kommen, ja, der Hund ist der beste Freund des Menschen und mit Menschen komme ich nicht klar, aber Hunde liebe ich, dass die eigentlich einen Therapeuten brauchen und nicht einen Hund. Aber was der Hund natürlich kann, ist, er ist aufgrund seiner Rudelsituation sehr darauf angewiesen, Mimik und Körpersprache zu beobachten. Er muss im Rudel immer deeskalierend tätig sein. Es geht im Rudel immer darum, wer guckt streng, wer backt kleine Brötchen, immer hin und her. Und deshalb hat der es auch so leicht, uns zu beobachten. Der liegt den ganzen Tag rum, hat nichts zu tun und weiß genau, wie es mir geht. Ich sage ein extremes Beispiel. Die erste Hündin, die ich hatte, Mina, war immer mit mir im Büro. Und ich bin wirklich jemand, der nicht sehr gerne im Büro sitzt. Und da gab es eine Schublade. Und in dieser Schublade waren alle möglichen Utensilien, die ich brauche. Und diese Schublade ging 80 Mal am Tag auf. Ich greife dahin, hole ein Handy raus, ich greife dahin, hole einen Stift raus. Und die ganze Zeit liegt dieser Hund da und döst, verzieht keine Miene. Ich denke nur darüber nach, ich habe die Handlung noch nicht vollzogen. Mensch, ich könnte doch aus dieser Schublade ein Leckerchen rausholen. Ich habe noch nichts gemacht, ich habe noch nicht nachgegriffen. Und sofort kommen bei diesem Hund die Ohren hoch, pingen, und er merkt sofort, oh, der Ritter setzt das Leckerchengesicht auf. Jetzt kommen gleich die Leckerchen. Das heißt, der Hund ist in der Lage, so genau zu beobachten, weil er merkt, wenn ich an den Hund denke, wenn ich an das Leckerchen denke, kriege ich vielleicht eine etwas entspanntere Gesichtsmimik, als wenn ich konzentriert in den Computer gucke. Und das können die halt unheimlich. Und die Menschen haben ja in der Kommunikation sehr stark verlernt, sag ich mal, genau hinzugucken. Und das Verrückte ist, und dann auch gerne wieder die anderen, das Verrückte ist, dass die Reihenfolge der Kommunikation bei Hund und Mensch eben die gleiche ist. Das heißt, die Menschen sagen immer, wenn ein Hund blind ist, dann hat er ja nicht so ein Problem, weil er ja ein Nasentier ist. Das ist total falsch. Die erste Form der Kommunikation passiert immer visuell. Man schaut sich an und hat einen Eindruck. Ne? Also ich komme hier rein, die Leute gucken mich an und sagen, oh, sieht ja noch viel dicker aus im Fernsehen oder was auch immer. Die haben einen Eindruck.
Und die Reihenfolge musst du einhalten. Das heißt, man guckt jemanden an, man kommt sich näher, man spricht miteinander und dann erst fasst man sich an. Und diese Reihenfolge haben auch Hunde. Und jetzt kommt das Spannende. Wir Menschen gehen dabei hin und halten die Reihenfolge mit dem Hund nicht ein. Ein Hund liegt da einfach rum, hatte noch keine Chance, mich zu hören, zu riechen oder sonst was. Und ich packe den sofort an. Und Hunde müssen quasi in unserer Gesellschaft lernen, dass Menschen gestört kommunizieren, die Reihenfolge nicht einhalten. Ich habe dazu einen Versuch gemacht. Wir hatten eine Veranstaltung in Bremen. Ich habe mich ans Kassenhäuschen gestellt, einfach nur daneben gestellt und auf den Boden geguckt. Und sobald jemand neben mir war, habe ich nichts gesagt, sondern einfach festgehalten. Nicht sehr lang, 3-4 Sekunden festgehalten, wieder losgelassen und gesagt, ich freue mich total, dass Sie heute Abend gekommen sind, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und das Spannende ist, es hat sich nicht der Effekt eingestellt, oh je, yeah, der Ritter drückt die Leute, da stellen wir uns an. Nein, es war extrem peinlich berührtes Verhalten. Die Leute waren alle so, ah ja, lustig, schnell weg hier. Ne? Wenn ich da gestanden hätte und ich hätte erst Blickkontakt gehabt, hätte von 2 Meter Abstand Hallo gesagt, hätte dann jemand die Hand gegeben und den dann gedrückt, hätten die Leute zwar immer noch gedacht, ah, ist ein bisschen übergriffig der Typ, aber mehr auch nicht. Und das Verrückte ist, dass die Menschen glauben, dass wenn du mit einem Hund kommunizierst, kannst du all diese Regeln über Bord schmeißen. Du kannst ihn einfach anfassen, du kannst alle Regeln irgendwie über Bord werfen. Und das macht die Problematik aus. Das heißt, die Menschen müssen im Grunde lernen, sich auf die Kommunikation des Gegenübers einzustellen. Und wir leben in einer Zeit, die so technisiert ist, dass die Menschen ja sogar die Kommunikation von Mensch zu Mensch nicht mehr richtig können, sich mehr WhatsAppen schreiben, als miteinander zu sprechen und so weiter. Und das ist in der Tierhaltung ein Riesenproblem. Die Stimmung auch wieder im Eimer. Ich wollte nur eine Sache sagen. Unser Ausgangsthema waren ja, können Tiere rechnen? Das war eins von vielen. Wir haben ja mehrere Punkte. Deswegen habe ich gesagt, Ausgangsthema. Und wir haben ja dann gehört, dass die Fähigkeiten zum Rechnen ja relativ bescheiden sind. Man muss aber jetzt unterscheiden zwischen bewusstem Rechnen und nicht bewusstem Rechnen. Und ich will ausdrücken, was nicht bewusstes Rechnen ist. Das können Sie nämlich alle hier im Saal. Sie können eine Schallquelle lokalisieren. Das heißt, wenn Sie die Augen zumachen und hier ist eine Schallquelle, dann wissen Sie genau, aus welcher Richtung der Schall kommt. Und das wird im Gehirn berechnet. Und die Berechnung geht folgendermaßen, dass der Schall sich ja mit einer bestimmten Geschwindigkeit ausbreitet. Das heißt, Sie müssen die Schallgeschwindigkeit kennen, Sie müssen den Ohrabstand kennen und dann müssen Sie die Zeitdifferenz kennen. Das heißt, wenn der Schall von rechts kommt, dann kommt er erst auf mein rechtes Ohr und dann kommt er auf mein linkes Ohr. Ich kriege eine Zeitdifferenz. Und wenn Sie die Zeitdifferenz haben und den Abstand der Ohren haben und die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls haben, dann können Sie nach einer relativ einfachen Formel ausrechnen, aus welcher Richtung der Schall kommt. Und genau das macht das Gehirn. Und das ist aber hardwaremäßig verdrahtet sozusagen. Das heißt, das machen Sie völlig unbewusst. Alle, die hier sitzen, machen das unbewusst, die Hunde ganz genauso. Und man kennt bei Vögeln beispielsweise die Verdrahtung. Also man weiß genau, die Schaltkreise, die Rechenschaltkreise, die kennt man. Und das ist schon eine tolle Leistung, weil ja innerhalb von Mikrosekunden wird das ja berechnet. Also das sind wenige, Mikrosekunden, Millisekunden vielleicht, aber die Zeitdifferenzen im Bereich von Mikrosekunden reichen aus. Oder ein anderes Beispiel, das wäre vielleicht mein letztes Beispiel, dass Tiere da zu wirklich tollen Rechenoperationen in der Lage sind. Fledermäuse, die senden ja Ultraschalllaute aus. Und diese Ultraschalllaute, die werden dann reflektiert von dem Insekt und die kommen dann zurück zum Insekt. Und die Fledermaus, das Gehirn der Fledermaus, nutzt jetzt die Laufzeit zwischen Aussenden des Schalls und dem Zurückkommen des Echos, um auszurechnen, wie weit das Insekt weg ist. Da wird also die Laufzeit wird berechnet. Auch wieder mit dem Wissen der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls. Gleichzeitig ist die Fledermaus daran interessiert, die Relativgeschwindigkeit zwischen sich selber und dem Insekt zu kennen. Denn wenn ich ein Insekt fangen will, muss ich ja schneller sein wie das Insekt. Und die Relativgeschwindigkeit, die kriege ich über einen Doppler-Effekt. Da ist eine Frequenzverschiebung im Echo gegenüber dem Originalsignal. Und das erkennt das Gehirn der Fledermaus und berechnet sozusagen aus der Doppler-Frequenzverschiebung die Relativgeschwindigkeit. Gleichzeitig wird dann der Horizontalwinkel berechnet, genau wie wir das eben gesagt haben. Die Fledermaus kann aber auch aufgrund der Stärke des Echos berechnen die Größe des Insekts. Und das Insekt schlägt ja mit den Flügeln. Und der Flügelschlag, der moduliert das Signal der Fledermaus
Und diese Modulation wird vom Gehirn erkannt und aus der Modulation kann das Gehirn ausrechnen die Flügelschlagfrequenz von dem Insekt und dann weiß die Fledermaus, wie weit das Insekt ist, weg ist. Die Fledermaus weiß, ob sie sich dem Insekt jetzt nähert oder nicht. Die Fledermaus weiß, wie groß das Insekt ist und die Fledermaus weiß in etwa, was es für ein Insekt ist, weil sie ja die Flügelschlagfrequenz gemessen hat. Das sind Rechenoperationen, die machen wir alle. Also wenn Sie einen Ball fangen, wenn ein Hund einen Ball fängt, der muss genau die Bahn von dem Ball berechnen, der muss genau berechnen, wann er jetzt anfängt zu greifen, der muss berechnen, mit welcher Geschwindigkeit er greift und wenn er das alles richtig macht, dann fängt er den Ball. Also dieses bewusste Rechnen ist bei Tieren sehr, sehr schwach ausgebildet. Allerdings bei vielen Menschen ja auch. Ne? Das stimmt. Wir haben uns ja eingangs schon genau darüber unterhalten und ich habe gesagt, ich schaffe es nicht zu berechnen, wann der Ball kommt und wie ich ihn fangen soll. Aber ich glaube, dass auch wenn wir jetzt über Intelligenz reden, hat es ja auch ein bisschen mit dem gelernt haben zu lernen zu tun. Also gerade beim Thema Werfen, das sieht man ja, und das ist jetzt kein Macho-Spruch, aber man sieht ja schon in der vierten Klasse, dass die Mädchen beim Ballwurf sich den Ball tendenziell auf den Fuß werfen, statt nach vorne. Und das hat einfach damit zu tun, dass biologisch betrachtet Jungs eben diese körpergeladenen Spiele viel häufiger machen. Das bedeutet, wenn ich, also ich habe viel mit Leistungssportlern zu tun, man sieht es nicht mehr, ich habe aber mal Sport studiert, und wenn du mit Leistungssportlerfrauen zu tun hast, die fangen oder werfen den Ball ganz genauso wie die Jungs. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied in der Motorik oder in der Leistungsfähigkeit. Deshalb finde ich gerade bei dem Thema, der Hund fängt den Ball, hat auch ganz viel mit der Motivation zu tun, mit der Erfahrung, wie oft macht er das eigentlich. Und infolgedessen würde ich behaupten, dass man das schulen kann. Also das hat immer mit der Motivation natürlich zu tun, ganz klar. Und es gibt das muss man auch wieder aufpassen, aber in vielen Fällen kann man Verhalten natürlich durch Lernen verbessern. Ja, absolut. Ja. Was ja voraussetzt, dass man Lust hat zu lernen. Wie ist denn das eigentlich bei den Primaten? Haben die immer Lust mitzumachen oder auch bei den Vögeln? Oder gibt es da auch so Tage, wo die sagen, nee, hör mal, lass mich mal in Ruhe damit, habe ich keinen Bock drauf? Ja, also es gibt definitiv Unterschiede und es gibt auch definitiv Unterschiede zwischen den Individuen. Also man kann nicht immer sagen, alle Orang-Utans spielen gerne Computer, das ist sehr unterschiedlich von Individuum zu Individuum. Und also es gibt schon welche, die machen das eigentlich immer. Also wie den Uya, den man da eben gesehen hat, da immer wenn ich mit dem Computer gekommen bin, dann ist der da, solange ich da bin. Also wir haben es mal irgendwie 2 Stunden hängen lassen, dann haben wir aber gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt nehme ich ihn weg. Also ich habe noch nicht versucht, wie lange es wirklich macht. Dann gibt es wieder andere, die machen das vielleicht 10 Minuten, dann gehen sie wieder weg, dann kommen sie wieder. Und es gibt natürlich auch Tage, keine Ahnung, also bei den Vögeln ist jetzt zum Beispiel so, dass wenn irgendwie, wir haben jetzt, als es hier so heiß war im Sommer, mit Greifvögeln auch gearbeitet. Und da war es natürlich, also wenn es so 40 Grad waren, dann hatten die dann auch keine Lust mehr, am Computer irgendwie was zu machen. Also klar, das ist dann nochmal immer unterschiedlich. Und die Persönlichkeit hat, also wie gesagt, von Individuum zu Individuum ist es sehr verschieden. Und man sieht dann halt so wirklich so Persönlichkeitseffekte eigentlich. Mit Greifvögeln, ja. Weil da dachte ich, die wären relativ dumm. Ne, die Karakaras, also wir arbeiten gerade mit Karakaras auch. Ich glaube, die waren, also ja, wenn man das, ich weiß nicht, ob man das Video gesehen hat, aber da war theoretisch auch ein Karakara. Die können das auch gut. Und die Karakaras, die sind ja, das sind vom Falkland Karakaras, also von der Insel. Und bei insellebenden Tieren, die müssen sehr anpassungsfähig sein, weil die ja überleben müssen in einer Umwelt, die begrenzt ist quasi, wo sie nicht ausweichen können. Und die Karakaras, die werden auch gerade trainiert für so eine Flugshow und sowas. Und die sind sehr gelehrig und sehr neugierig. Und die haben das mit dem Computer auch wirklich schnell verstanden. Ne? Genau. Die machen. Dann hat Conor Lorenz Unrecht gehabt. Der hat mal behauptet, Greifvögel wäre so ungefähr das Dümmste, was ich überhaupt habe. Das ist also wie mit den Fischen das gleiche Beispiel. Man muss halt nur die richtigen Methoden irgendwie anwenden. Und dann findet man, vor 20 Jahren hätten wir noch ganz andere Sachen erzählt als heute. Wie bewertet denn die Wissenschaft, ob ein Tier dumm ist oder nicht? Naja, ich hatte ja eingangs gesagt, Sie müssen immer gucken, welche Anforderungen an das Tier im natürlichen Lebensraum gestellt werden. Und wenn Sie jetzt eine Frage stellen, die für dieses Tier im natürlichen Lebensraum nicht relevant ist, dann wird das Tier in der Regel diese Fragestellung nicht oder nur schlecht beantworten. Daraus jetzt zu folgern, das Tier ist dumm, ist falsch. Ein Tier ist immer optimal angepasst an den Lebensraum, in dem es vorkommt.
Weil Sie gerade eben gesagt haben, ich habe immer gedacht, Greifvögel sind dumm. Hm. Ja, weil man nicht besonders schlau sein muss, unter Umständen, um jetzt, was weiß ich, eine Maus zu fangen oder einen Hasen zu fangen. Also sie sind halt sehr inaktiv. Also sie sitzen halt 90% des Tages einfach rum und gucken, also man merkt ja einen Riesen, ob da irgendwas ist. Man merkt ja einen Riesenunterschied zwischen Rabenvögeln und zwischen Papageien. Die sind ja völlig anders und so ein Greifvogel. Aber die Caracaras, mit denen funktioniert das super. Ja. Genau. Aber das ist ja dann mit Spinnen zum Beispiel, Sie forschen ja auch viel mit Amphibien und auch mit Spinnen, die ja auch eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger dann irgendwo sitzen und lauern und warten und eigentlich nichts machen, stumpf da sind, aber dann eben zur Höchstleistung fähig sind, was Mathematik betrifft, was mathematische Berechnung betrifft, wenn ein Tier irgendwo an irgendeiner Stelle ins Netz geht und die Schwingungen aufnehmen, ne? Also was auch ein gutes Stichwort war, das war ja, dass die Tiere sich individuell verhalten. Ja. Und das ist auch etwas, was man lange Zeit eigentlich gar nicht wirklich berücksichtigt hat. Ne? Bis auf die Hundeleute, die wussten das schon immer. Aber normalerweise in der Forschung, man forscht jetzt meinetwegen mit Mäusen oder mit Goldfischen oder mit irgendwas und dann denkt man immer, die sind alle irgendwie gleich. Dann denkt man, Goldfisch ist Goldfisch oder so. Oder Spinne ist Spinne. Wenn man aber dann mit diesen Tieren Konditionsexperimente macht, dann merkt man, dass das absolut nicht der Fall ist. Ich will ein Beispiel erwähnen. Ich habe vor vielen Jahren mal mit semi-aquatischen Spinnen gearbeitet. Das sind Spinnen, die jagen auf der Wasseroberfläche nach Beute. Und die nehmen diese Oberflächenwellen des Wassers, um rauszukriegen, erstens, da ist Beute und zweitens, wo die Beute ist. Die machen die Richtung und die Entfernung und so. Und dann kann man also Verhaltensexperimente machen, indem man also künstliche Wellen erzeugt und dann das Verhalten der Spinnen filmt. Und die Spinnen sind so programmiert, dass die bei der kleinsten Gefahr machen die nichts mehr. Also ein bisschen Gefahr, zack, machen die nichts mehr. Und das heißt, als Experimentator muss man durch den Raum schleichen. Also wenn man morgens kommt, muss man ganz vorsichtig die Tür aufmachen. Das darf kein Windzug sein, weil die haben so Sensoren für Wind. Und dann muss man also ganz langsam da zu dem Versuchsbecken gehen. Und da muss man alles, das darf kein Krach sein, da darf kein Schatten kommen, weil dann ist aus, da macht die Spinne nichts mehr. Und wenn man das so weiß, dann kann man das so machen und dann funktioniert das auch alles wunderbar. Aber dann gibt es eben Unterschiede. Dann gibt es eben Spinnen, die sind relativ robust. Und ich habe einmal eine Spinne gehabt, die war in so einem Halterungsglas und dieses Halterungsglas ist mir runtergefallen. Und dann habe ich die Spinne aufgehoben und ins Versuchsbecken gesetzt und die hat sofort reagiert. Und das kann man quantifizieren. Und dann stellt man fest, dass Tiere individuell sehr verschieden sind. Jetzt kann man wieder die Frage stellen, warum. Aber die Frage ist eigentlich auch wieder relativ leicht zu beantworten, weil man ja nie weiß, welches Verhalten in einer bestimmten Umwelt zu einem gegebenen Zeitpunkt optimal ist. Manchmal ist es optimal, ich bin eher aggressiv, und manchmal ist es optimal, ich bin eher friedfertig. Und was die Natur dann macht, sie könnte dann entweder einen Organismus produzieren, der zwei Verhaltensstrategien produziert, oder ich mache das genetisch, dass ein Teil der Nachkommen sind aggressiv, ein Teil der Nachkommen sind normal und ein Teil der Nachkommen sind sehr ängstlich. Oder ein Teil der Nachkommen sind schlau, ein Teil ist mittelschlau und ein Teil ist dumm. Weil Dummheit zahlt sich ja auch manchmal aus. Also dann gibt man der Evolution sozusagen etwas zum Spielen. Und das ist natürlich der Hintergrund. Aber das ist ja spannend, weil das ja bei Hunden erstmal diese Veranlagung genetisch mitgebracht wird. Ja. Also wir machen zum Beispiel einen Test, dass wir 4 Wochen alte Welpen einzeln auf einen Tisch stellen. Und diesen Tisch haben die noch nie gesehen. Der hat eine Höhe von 1 Meter und der hat vielleicht 2 Quadratmeter höchstens, eher weniger. Und dann schauen wir, was macht denn dieser Hund? Und da gibt es Hunde, die liegen einfach da und sagen, ja, ist auch bequem, döse ich wieder ein. Dann gibt es Hunde, die stehen auf, fangen an zu laufen und würden hinten an der Kante auch einfach weiterlaufen und runterspringen. Dann gibt es Hunde, die stehen auf und laufen immer bis zu den Kanten und merken, da ist eine Gefahr. Warum wir das testen, ist ganz einfach. Wir wollen rausfinden, welcher Hund passt zu welchem Menschen. Hm. Das heißt also, wenn da jemand ist, der ist total Couch-Potato, der kann überhaupt nichts mit dem Hund anfangen, der sofort Anlauf nimmt und von der Tischkante springt. Und wir wollen natürlich die Hunde gesellschaftstauglich machen und wollen immer ein Mittelmaß an Hunden haben. Das heißt, wenn ich da einen Hund schon habe, der mit 4 Wochen so ängstlich ist, dass er sich nicht traut, sich auf dem Tisch zu bewegen, weiß ich schon, den muss ich ein bisschen mehr fördern. Und der, wo ich weiß, der nimmt schon Anlauf, der braucht frühzeitig einen auf den Deckel, damit er nicht größenwahnsinnig wird. Mhm. Aber immer wird es so sein, dass du in einem Rudel diese Vielfalt hast. Also es wäre wirklich bizarr, wenn in einem Rudel 8 Welpen identisch reagieren würden, weil das biologisch ja überhaupt keinen Sinn macht. Ich sage, die Hundeleute, die haben das immer schon gewusst. Ne? Das weiß man einfach. Ne? Nur die Katzenleute, die wissen meistens nichts. Was ist mit den Leuten, die Hunde und Katzen halten? Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich behaupte, es ist aber auch so, wo er jetzt gerade von diesen Unterschieden redet, es ist ja genauso, wie es auch beschrieben worden ist. Das heißt, die bringen eine genetische Veranlagung mit und die genetische Veranlagung, die ist bei verschiedenen Individuen verschieden. Und jetzt kann ich versuchen und sollte auch versuchen, als jemand, der Hunde erzieht, aus den Anlagen das Optimale rauszuholen. Ja.
Und wenn man es richtig macht, dann holt man es optimal raus. Und wenn man es falsch macht, dann versaut man rum. Ja, Komma, oder ich habe Anlagen dabei, von denen ich schon weiß, wenn ich die fördere, habe ich ein gesellschaftliches Problem. Das heißt also, wenn ich bei einem belgischen Schäfer und bei einem Malinois mit 4 Wochen schon merke, oh, der verbeißt sich aber in alles, was da irgendwie ist. Wenn ich da mit einem Tau komme, beißt er schon rein und lässt nicht wieder los. Dann habe ich natürlich gesellschaftlich ein Problem, wenn ich das noch fördere. Mhm. Also muss ich gucken, den Leuten schon mitzugeben, also Zieh- und Zerspiele mit diesem Hund am besten nicht. Oder was ja immer so verrückt ist, dass die Leute mit Hunden, die eh schon motorisch gut drauf sind, die gehen dann zum Agility. Die kommen mit einem Jack Russell, der sowieso schon total weiß, was er mit seinem Körper macht. Ja, das ist schön, das macht ihm Spaß, das bringt ihm aber für die Entwicklung erstmal nichts. So ein Hund, bei so einem Hund trainiere ich eher, mal ein bisschen Geduld zu üben. Und dann kommen die Leute mit einer tollpatschigen Dogge, wo ich sofort sagen würde... Hast du mich jetzt angesprochen? Ja. In dem Fall kann ich ja leider nicht sagen, Hunde sind wie ihre Menschen. Aber also gehen wir natürlich hin und sagen, wenn ein Hund sowieso schon motorisch defizitär ist, gehen wir in der Welpengruppe hin und üben solche Sachen mit dem Hund, dass der also auch mal über eine Wackelbrücke geht, über eine Wippe, weil motorisch gut drauf zu sein, schafft bei Hunden Selbstbewusstsein. Und je selbstbewusster ein Hund ist, je weniger gefährlich ist er für die Gesellschaft. Mhm. Also 99 von 100 Beißunfällen kommen nicht aus übertriebenem Selbstbewusstsein. Angstbeißer. Klassisch. So, jetzt sind wir aber abgedriftet. Aber es war doch, wenn man auf der Folie guckt, ging es doch nicht nur um Rechnen, sondern auch um Körpersprache. Genau. Um Körpersprache, Kommunikation. Und ich will abschließend aber nochmal, wir haben nicht mehr so viel Zeit, nochmal auf die Empathie zu sprechen kommen. Empathie bei Wildtieren, inwieweit ist das erforscht? Inwieweit gibt es das, dass wenn jetzt ein Affenjunges stirbt, die Affenmutter trauert? Ja, also die tragen die auf jeden Fall noch lange mit sich rum. Das findet man eigentlich bei vielen Affenarten. Da ist dann die Frage, was bedeutet das genau? Und das ist halt sehr schwer wissenschaftlich zu erklären oder herauszufinden. Bei den Tieraffen, so, dann, also den Nicht-Menschenaffen, nimmt man so ein bisschen an, dass die noch gar nicht so richtig verstanden haben, dass das jetzt tot ist, das Baby, und es ist deswegen noch mit sich rumtragen. Bei anderen Arten kann es halt schon so sein, dass es schon so eine Art Abschied, also verlängerter Abschied ist, aber das ist halt sehr schwer irgendwie wissenschaftlich. Da gibt es auch noch gar keine wissenschaftlichen Forschungen zu, auch nicht bei anderen Tierarten? Sie müssen immer die Frage stellen, ob Sie die Frage überhaupt beantworten können. ja, nee. Also man muss immer gucken, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt. Ja, ist auch heute Moderatorencoaching, findet auch noch statt. Ja, ist ja so. Ich meine, wenn Sie müssen sich überlegen, ob es ein Experiment gibt, mit dem Sie Ihre Frage beantworten können. Genau. Nee, ich frage ja Sie, ob es ein Experiment gibt, das bereits versucht hat, solch eine Frage zu beantworten. Also ich kenne keinen. Ich auch nicht. Also bei Hunden zum Beispiel, bei Hunden, die trauern, das ist wissenschaftlich messbar. Also zum Beispiel ist der Cortisolspiegel bei einem trauernden Hund deutlich höher. Ja. Wir sehen bei trauernden Hunden auch, können es messen, dass ein Hund, der wirklich ernsthaft und intensiv trauert, nicht jeder Hund trauert, aber die, die trauern, da ist ein abgeflachter Puls da. Da ist ein anderes Fressverhalten da. Und auch da zum Thema Empathie merke ich immer, dass wenn Menschen mehrere Hunde haben und einer stirbt oder wird eingeschläfert, muss eingeschläfert werden, dass es total wichtig ist, dass die Hunde Abschied nehmen können. Also ich würde den Leuten immer raten, den eingeschläferten Hund noch einen Moment liegen zu lassen, dass alle Hunde sich vergewissern können, der ist tot. Das gehört auch zum Leben dazu. Schlimm ist oft, dass der Hund woanders eingeschläfert wird und nicht wieder zurückkommt. Und da kenne ich so viele Beispiele, dass die Hunde Wochen und Monate lang suchen, wo ist der eigentlich geblieben. Und so bitter das für manche Menschen ist, es gibt leider auch bei Hunden Freude, wenn ein Familienmitglied verstirbt. Das erleben wir besonders bei jungen Rüden, die unter einem älteren Rüden sehr zu leiden hatten und es noch weitere Weibchen im Haus gibt. Da siehst du wirklich, wie der ein oder andere eine richtige Party feiert, wenn der Alte endlich weg ist. Das ist dann biologisch natürlich auch erklärbar. Ja, genau. Also ja, wie gesagt, also das mit dem, man kann natürlich nicht testen, ob die jetzt wissen, ob ein Tier tot ist, weil dann müsste man ja, ne? Also das ist rein ethisch ja schon fragwürdig, wenn man das irgendwie experimentiert. Und das ist ja auch wieder Interpretation von uns Menschen. Also bei Momo und Pierrot, die kennst du ja auch, war es so, da ist meine Hündin, meine Hunde haben 11 Jahre lang zusammengelebt, Tag und Nacht, und dann ist meine Hündin gestorben im Sommer, wurde auch eingeschläfert, Pierrot war auch dabei, und das hat kein halbes Jahr gedauert, da ist der Pierrot förmlich eingegangen. Der ist mir unter den Händen weg. Das war kein Hund mehr, der wurde immer weniger. Sie können aber aus den Einzelfällen nichts herleiten. Nein, das ist auch keine wissenschaftliche Äußerung, sondern eine emotional-lündische. Hochemotional. Ja, genau, aber trotzdem.
Aber, und das ist ja richtig, ich kenne den Umgang mit Frau Dr. Feddersen-Petersen, ja. Die sagt zu mir ja immer, wenn ich sage, ich glaube, sagt die immer, Glauben muss in der Kirche, ne? Wissen muss in der Wissenschaft. Ja. Da ist ja alles richtig, was Sie sagen. Trotzdem ist das ja interessant, wenn wir jetzt hier mal, und das wäre ja auch Wissenschaft, mal 2000 Hundehalter befragen und die mal beschreiben lassen, und zwar nicht interpretieren, sondern nur ethologisch fragen, was hat sich verändert? Und dann werden die meisten von denen sagen, dass sich gewisse Verhaltensmuster verändert haben. Und jetzt gerade in dem Fall war es so, weil ich ja beide Hunde gut kannte, die Momo war eine sehr starke Persönlichkeit und der Pierrot auch, aber der Pierrot war ein Döfchen im Vergleich zu Momo. Das heißt, die Momo hat den Takt auch vorgegeben. Ja. Und dann würde ich bei einem Hund immer sagen, wenn der Taktgeber fehlt, kriegst du auch ein emotionales Problem, ohne Wenn und Aber. Das muss nicht wissenschaftlich belegt sein, das sage ich aus Erfahrung. Was man machen würde, wenn man das wissenschaftlich bearbeiten würde, man würde die Symptome beschreiben. Die kann man absolut quantitativ, statistisch abgesichert, kann man die beschreiben. Was weiß ich, Cortisolspiegel oder irgendwas oder wie oft der Hund hin und her rennt oder was er macht. Ob der trauert, können Sie natürlich nicht sagen. Aber Sie können in der Diskussion der Publikation, können Sie sagen, alle diese Sachen, die wir beobachtet haben, lassen sozusagen vermuten oder sind ein starker Hinweis dafür, dass dieser Hund trauert. Ich zweifle da keinen Moment dran, dass die Hunde das tun. Also. Dann können wir ja jetzt noch das Gegenteil nehmen. Das Gegenteil zu Trauer, Freude, Humor. Sind Tiere in der Lage, Humor zu erkennen, selber Humor zu haben? Es gibt wieder ein Video im Internet, wo eine Affenmutter ihr Affenbaby minutenlang durchkitzelt und wirklich Spaß daran hat, weil ihr Kind fast nicht mehr atmen kann vor lauter Lachen. Also die spielen natürlich, also Tiere spielen miteinander, gerade mit Jungtieren wird viel gespielt, auch bei Gorillas ist das sehr, sehr schön, wenn der Silberrücken, das habe ich jetzt in vielen Zoos schon beobachtet, mit seinen Jungtieren spielt und dann lachen die wirklich beide, also die liegen auf dem Boden und lachen. Also da wird man, also es gibt auch keine wirklich wissenschaftlichen Versuche dazu, also ich kenne zumindest keinen, vielleicht ist jemand im Publikum Experte. Aber also das kann man schon beobachten. Also die haben schon Spaß, die spielen dann miteinander und da es halt eben Menschenaffen sind, die können auch so Geräusche produzieren wie wir, die so ähnlich klingen wie Lachen. Also man kann die auch als Mensch kitzeln, die kleinen Affenbabys, und die lachen dann wirklich. Also die haben dann auch so ein Lachgesicht. Also das gibt es schon. Bei anderen Tierarten, die haben natürlich wieder andere Freude. Also Hunde machen ja, die lachen nicht, die machen, keine Ahnung. Es gibt ja auch Fotos von Hunden, die, wo man meint, die lachen, ne? Die lefzen ja. So. Ja, sind sehr häufig übertriebene, unterwürfige Gesten, genau, die wir dann als menschlich als Lächeln betrachten. Aber bei Hunden ist ja so, auch da wieder, ein Hund, der, sag ich mal, eine gewisse Euphorie beim Spiel zeigt, der hat einen höheren Serotoninspiegel, ganz klar. Genau. Da kommen Serotoninschübe, das sind dann die klassischen Balljunkies, die wir kennen, die wirklich auch, das ist ja das Doofe bei Serotonin, die wollen es dann immer wieder haben, wirklich Junkie-ähnliche Zustände haben und das immer wieder brauchen. Aber ich glaube, dass Hunde all diese Gefühle kennen. Ich sage bewusst, ich glaube, dass Hunde all diese Gefühle kennen, weil Hunde auch zum Beispiel in der Lage sind, ja zu täuschen. Ein Hund ist in der Lage, ein Verhalten vorzuspielen, was gar nicht da ist. Also ein Hund, der zum Beispiel, ich hatte einen Dackel im Training, der ist zweimal, weil er in eine Buchecke getreten hat, zum Auto getragen worden, weil er gehumpelt hat. Und dieser Hund hat immer wieder Humpeln eingesetzt, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und zu Anfang habe ich wirklich, wir haben den hoch und runter röntgen lassen und alles Mögliche. Und dann stellten wir fest, Moment, manchmal humpelt der rechts, manchmal humpelt der links. Und das muss dann beide Seiten mal geröntgt werden. Also die können täuschen, die können Dinge vorspielen. Ein Hund ist in der Lage, vorausschauend zu planen. Und ein Hund ist in der Lage, provokativ zu sein. Das ist das, nur kurz, was ich am Anfang sagte, dass man eben auch so unterscheidet zwischen dieser sozialen Kompetenz und dieser physikalischen, so das Fachwort für physikalische Kognition. Also das sind so zwei Sparten, die man da untersuchen kann. Das heißt nicht aber sozial, auch Intelligenz. Genau. Ökologisch ist eben Umwelt, wenn ich mit Umweltbedingungen sehr gut zurechtkomme. Sozial ist eben, wenn ich im Bereich Sozialverhalten sehr gut zurechtkomme. Hier dieses doch fiese Verhalten von der alten Hündin. Schlaues Verhalten, schlau. Pottenschlau. Im Krefelder Zoo gibt es Schimpansen, das habe ich selber erlebt. Wenn man da als, ich weiß nicht, vielleicht war von Ihnen auch schon mal einer im Krefelder Zoo, wenn man dort entlang geht und die haben gerade, ich weiß nicht, schlechte Laune oder gute Laune, ich weiß nicht, was für eine, die nehmen ihre Kacke und beschmeißen richtig gezielt die Leute, die da lang gehen. Ja.
gibt es eine Reaktion drauf. Also die merken ja dann, dass die Leute, die das trifft, nicht toll fanden und sich irgendwie aufregen. Man hat aber das wirklich das Gefühl, die haben richtig Spaß dabei. Ja, genau, weil die Leute sich dann ärgern, irgendwie aufregen und sowas. Das gibt's schon. Das gibt es in mehreren Zoos auch. Gibt es denn so ein Verhalten von Affe zu Affe? Bewirft ein Affe den anderen mit Kot? Nee. Wahrscheinlich auch, weil es keine Reaktion gibt. Also es ist ja auch so, wenn man halt oder keine Reaktion von dem... ja, nee, aber das, nee. Das ist, also ich glaube, das machen die natürlicherweise nicht, eigentlich mit Kot werfen. Das ist nur mal halt, man wirft vielleicht eher mit einem, also in Schweden, in einem Zoo, gibt es sogar einen Affen, der nimmt sich, der sammelt, wenn der Zoo aufmacht quasi, und dann sein Außengehege, der sammelt Steine und baut sich Türmchen und wartet dann auf die Besucher. Also, das gibt es auch noch. Also, das ist dann nochmal die andere Stufe. Ja, also das machen die schon gezielt, weil es gibt ja dann eine Reaktion von den Besuchern und dann ist dann irgendwie Halligalli oder sowas und das finden die, gerade die Menschenaffen, dann schon unterhaltsam vielleicht und machen das dann. Ja. Ja, genau. Ja, schön. Jetzt ist das Publikum auch schon so wunderbar bei uns. Ich habe am Anfang, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber jetzt im Anschluss an diese Diskussion gibt es die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen können, wenn Sie noch Fragen an Herrn Rütter haben oder an Frau Dr. Schmidt oder an Professor Bleckmann, dann dürfen Sie das jetzt tun. Ich weiß nicht, sind die Mikrofone schon? Ja, da stehen schon die Damen. Also das wäre jetzt so ein bisschen klassisch mit Aufzeigen, wie in der Schule, wenn einer eine Frage hat. Ja, dann schönen Abend noch. Ist das jetzt Angst, aus der Masse aufzutauchen? Ja, oder? Drei. Ist der an? Soll ich aufstehen oder? Sprechen. Ich hätte nämlich eine Frage und zwar zu den Spinnenversuchen. Und jetzt interessiert mich das, wie beurteilt man, ob eine Spinne die Frage versteht? Weil zum Beispiel bei den Schimpansen mit den Touchscreen, das kann ich mir vorstellen. Aber wie belohnt man denn eine Spinne? Auch mit Futter. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also Spinnen kann man eigentlich, ja, man kann sie belohnen, das führt aber nicht sehr weit, weil so eine Spinne, die braucht pro Woche eine Fliege und wenn sie die mit der Fliege belohnen, dann macht die eine Woche, dann macht die gar nichts mehr. Man kann aber bei Spinnen Spontanverhalten testen. Das heißt, man muss biologisch relevante Reize finden und wenn ich einen biologisch relevanten Reiz finde, dann zeigt die Spinne Spontanverhalten auf diesen Reiz und das kann ich dann messen. Und dann kann ich beispielsweise, nehmen wir an, ich wollte wissen, wie empfindlich eine Spinne auf einen Vibrationsreiz reagiert, und da reagiert sie angeborenermaßen drauf. Die hat ein festes Programm meinetwegen, wenn sie nicht dieses Angstprogramm einschaltet, was ich eben genannt habe, dass sie gar nichts mehr macht. Also wenn die Spinne gut drauf ist, dann reagiert die auf diesen Reiz. Also, und dann könnte ich beispielsweise langsam die Amplitude dieses Reizes immer kleiner machen und kann gucken, wann sie aufhört zu reagieren. Und dann weiß ich, wo die Schwelle meinetwegen liegt, wie empfindlich die Spinne ist. Ich kann auch gucken, ob die Frequenzen unterscheiden kann. Also ich kann da eine Menge machen. Es ist einfacher, wenn ich mit Fischen so Versuche mache, weil bei Fischen, da geht es eigentlich so ein bisschen auch wie bei Primaten oder wie bei Hunden oder so, die werden einfach mit Futter belohnt. Ne? Das heißt, der Fisch, der soll irgendetwas machen. Das Ganze nennt man operante Konditionierung. Das gibt eigentlich nicht so viele Lernformen. Es gibt eine klassische Konditionierung, es gibt eine operante Konditionierung, es gibt Habituation, es gibt Extinktion und dann ist man eigentlich schon fertig. Das sind die Mechanismen, die im Zentralnervus sozusagen implementiert sind bei Tieren und die Tiere benutzen können. Es gibt noch Lernen durch Einsicht eventuell, aber das ist dann schon eher selten im Tierreich. Also ich will von dem Tier wissen, ich will wissen meinetwegen, kann das Tier zwei Töne unterschiedlicher Frequenz unterscheiden? Dann gebe ich dem einen Ton und wenn das Tier zufällig auf diesem Ton eine bestimmte Verhaltensweise zeigt, wird es mit Futter belohnt. Und dann gebe ich den anderen Ton und dann kriegt das Tier kein Futter. Und das mache ich ein paar Mal und mit der Zeit lernt das Tier, dass es nur Futter bekommt bei dem einen Ton und nicht bei dem anderen, sofern es die Töne unterscheiden kann. Wenn es die Töne nicht unterscheiden kann, wird es immer auf beide Töne reagieren. Kann es sie aber unterscheiden, wird es irgendwann aufhören, auf den Ton zu reagieren, der nicht belohnt wird. Und das sind die Methoden, wie man das herausbekommt. Genau, ich habe noch eine Frage zu den Menschenaffen. Ich habe mal gehört, dass man einem Menschenaffen quasi die Hand hinhalten kann und die einem ganz genüsslich dabei in die Augen gucken, wie die einem die Hand brechen. Also dass die da wirklich, also dass
dass da halt auch diese Kommunikation, also wenn man sich dann anguckt, man spiegelt ja den Schmerz quasi im Gesicht wieder, aber ja, dass die darauf nicht reagieren können. Also das Beispiel kenne ich nicht, aber also es ist definitiv so, dass die Menschenaffen rein von ihrem Körperbau und ihrer Kraft her viel, viel stärker sind als wir. Also so ein Schimpansenmännchen ist ungefähr 8-mal so stark wie ein Menschenmann, also obwohl der kleiner ist und weniger wiegt. Und da ist jetzt, also was ich mir vorstellen könnte, ist einfach, dass der einfach drückt, wie er einem Schimpansen vielleicht die Hand drücken würde, aber bei uns ist die Hand dann halt gebrochen, bei dem anderen Schimpansen nicht, dass sie das wirklich, also es gibt natürlich, wie ich da eben der eine Schimpanse in Schweden, der da absichtlich wirklich irgendwie Steine auf Menschen wirft, es gibt natürlich auch Tiere, die irgendwie in Zoos oder sowas leben, die wirklich absichtlich verletzen. Also es gibt auch Affen, wenn du da den Finger reinsteckst, dann beißen die den ab. Also das sollte man nicht machen, weil man kann die nie, also gerade Menschenaffen, gerade auch Orang-Utans, wie sie eben gesagt haben, mit dem Täuschen, die können wirklich täuschen. Also sie können so tun, ach ja, ich bin heute super drauf, hier streichel mich mal und kraulen mir die Haare oder sowas und dann 2 Sekunden später ist der Finger ab. Also das gibt es schon, dass die täuschen und dass die dann auch gezielt wirklich verletzen, ja. Aber das sind dann Katzen so. Auch. Ja, ja. Ja, aber auch da, ich bin ja kein Wissenschaftler, aber ich würde ja immer, also auch wenn ich kein Wissenschaftler bin, würde ich ja immer die These aufstellen, dass ein Tier in Gefangenschaft sich ja natürlich völlig anders verhält oder an vielen Stellen anders verhält. Also nahezu genau. Alle Wolfsstudien, die in Gefangenschaft gemacht sind, haben nichts mit freilebenden Wölfen und deren Verhalten zu tun. Also da muss man bei Wölfen sehr stark differenzieren und bei Raubtieren würde ich das allgemein so sehen. Deshalb, also ja, wenn da ein Pfleger, Pfleger mal einen Finger abgeknibbelt kriegt, könnte das ja auch Frustrationsaggression sein. Ja, genau. Aber jetzt bei gezielt dieser Frage mit der Hand, da könnte man jetzt ja schon denken, die Affen sind ja auch in der Lage, Schmerzen zu empfinden, dass wenn sie bei ihrem Gegenüber sehen, der schreit jetzt und bricht in Tränen aus, dass der Reflex ist loslassen. Ja, kommt halt auf das Individuum halt an. Also wenn es ein netter Affe ist, lässt er vielleicht los, aber wenn es einer ist, der halt... Ihr müsst ja erstmal in der Lage sein, zu interpretieren. Ja. Wir müssten ja uns ja erstmal sicher sein, dass er weiß, was ich empfinde. Und das, also ich habe keine Ahnung von Affen, aber da, also das wird ja nicht bei jeder Tierart so sein. Nee. Bei Menschenaffen, ja, da kann man das schon noch so vielleicht ein bisschen hinein... Also da denkt man schon, dass sie relativ viel von dem wissen, was andere fühlen, denken, sehen und sowas. Bei kleineren, also den Tieraffen, da ist das schon nicht mehr so. Aber jetzt ja, also wenn so ein Orang-Utan da drückt und so, da kann ich mir schon vorstellen, dass der weiß, dass es wehtut und das dann schon auch mehr oder weniger absichtlich macht. Aber es ist jetzt kein Verhalten, was man bei allen Orang-Utans oder allen Schimpansen weltweit irgendwie, halt, das ist mal irgendwie so ein Einzelfall oder sowas, genau. Der hatte wahrscheinlich schlechte Laune. Ja. Mehr Fragen in der Ecke. So. In der Ecke gibt es noch mehr Fragen. Ja, hallo, ich hätte 2 Fragen. Die erste vielleicht noch zur Ausgangsfrage, ob Tiere rechnen können. Und ich würde gerne wissen, Mathematik ist ja etwas klar Definiertes. Es ist auf den Zahlen basiert. Man hat klar 1, 2 und so weiter. Ob es auch Versuche zum Beispiel mit Menschenaffen gibt, die Zeichensprache beherrschen, ob es da auch wirklich Rechenversuche gegeben hat anhand von klar definierten Zeichen, wirklich rechnen. Also quasi Frage an Coco. Ja, genau. Also was man gemacht hat, also man versucht eben zuerst versucht, den Buchstaben und Zahlen und sowas beizubringen. Das hat dann nicht wirklich funktioniert. Was sie lernen konnten, waren halt Wörter wie irgendwie Baum, Auto, Fahrrad und sowas. Das haben die Tiere dann verstanden. Was man dann in der neuen Technologie mit den Computern macht, ist den Tieren Symbole beibringen. Also das können die schon verstehen, dass man ihnen beibringt 1, 2, 3, 4 und die können dann lernen, wenn sie das in der richtigen, also für uns richtigen Reihenfolge drücken, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann bekommen sie wieder die Futterbelohnung. Also das ist dieses klassische und operante Konditionierung, dass man ihnen beibringt, unsere Zahlen sehen so aus, also die 1 sind so geschrieben und sowas und werden in dieser Reihenfolge gedrückt. Da gibt es ja die berühmten Schimpansen aus Japan, die das wirklich können bis fast 20, also auf dem Computer dann die richtige Reihenfolge drücken und das unglaublich schnell auch sich merken können, wo die Zahlen auf dem Bildschirm gestanden haben. Es ist aber so, dass bei Kindern ist dann, wenn man Kindern das Zählen beibringt, dann gibt es so einen Moment, wo die verstehen, dass immer die nächste Zahl 1 mehr ist als die Zahl davor. Also dass 2 mehr ist als 1 und 3 1 mehr ist als 2. So, das hat man bei diesen Versuchen mit dem, ich bringe denen bei, bis 20 irgendwie auf dem Computer zu tippen, aber nie festgestellt. Also man musste genauso lange trainieren,
14 kommt nach 13, wie 1 kommt vor 2. Also da gab es nicht diesen Klickmoment, wo es dann, ah, okay, das geht immer eins weiter. Also da kann es schon noch so ein bisschen, ja, man hat es bis jetzt zumindest noch nicht geschafft, das so draus zu finden. Ja, vielen Dank. Die zweite Frage, die ich hätte, ist mehr so quasi langfristige Planung als Ausdruck von Intelligenz. Vielleicht ein Beispiel, was ich gerade gedacht habe, auch im Sinne von der Empathie. Es gibt ja Spinnenarten, die tatsächlich kleine Frösche halten als Haustiere, um ihre Eier vor Parasiten und dergleichen zu schützen. Und jetzt ist ja relativ die Empathie im Tierwesen ein bisschen beiseite getan worden, sage ich jetzt mal so, anderen Tierarten zu helfen. Und ich wüsste gerne, ist das nicht eigentlich eine genauso gute Evolutionsstrategie, anderen Tieren zu helfen, in der Hoffnung, langfristig sozusagen Unterstützung zu finden? Natürlich Mensch-Hund als Beispiel dafür, aber auch in anderen Tierarten, dass es da auch langfristige Planungsbereiche gibt, sich sowas anzugucken, andere Tierarten zu halten vielleicht, dergleichen. Aber das, was du fragst, ist die Frage eigentlich, ob Tiere Opportunisten sind. Also ich helfe dir, damit du mir langfristig hilfst. Bei Hunden gibt es das definitiv. Hunde sind wahnsinnige Opportunisten. Bei Wildtieren kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Kann ich gerne was zu sagen. Und zwar einmal, das nennt man Tit-for-Tat-Prinzip. Das heißt, hilfst du mir, helfe ich dir. Das ist tatsächlich in der Tierwelt weit verbreitet. Bedeutet aber auch, dass der hilft, sozusagen letztlich trotzdem einen Vorteil hat, weil er dann sich damit den Vorteil einkauft, dass der andere ihm beim nächsten Mal auch hilft. Und es ist so im Tierreich, wenn dann der Tier A meinetwegen Tier B hilft und Tier B hilft anschließend nicht Tier A, dann hilft Tier A danach auch nicht mehr Tier B. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn ein Organismus, wenn ein Tier darin investiert, jemand anderem zu helfen, dann bedeutet das, dass er ja seine eigene Fitness damit reduziert. Das erhöht jetzt die Fitness von jemand anderem und reduziert seine eigene Fitness. Und wenn der andere nicht mit ihm verwandt ist, dann wird das evolutionär bestraft. Das heißt, wenn wir ein ganz plattes Beispiel machen, er würde normalerweise 10 Kinder in die Welt setzen und jetzt hilft er sehr viel und weil er sehr viel hilft, setzt er nur 8 Kinder in die Welt. Dann hat er also einen Verlust von 2 Kindern. Das setzt sich in der Evolution nicht durch. Das heißt, er wird gegenselektioniert und deswegen kann man im Tierreich mit der Ausnahme, die wir vorhin genannt haben, also Haustiere ist eh was ganz anderes, aber mit der Ausnahme, wenn Tiere in Familienverbänden leben, dann sind die in der Regel, machen die das nicht, helfen die nicht und zeigen aber auch... Aber wenn ich einem Artfremden helfe, frage ich mich jetzt, wenn ich einem Artfremden helfe, der durch meine Hilfe weder ein Futterkonkurrent für mich wird, noch ein Verpaarungskonkurrent, also ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, ich habe keine Ahnung davon wieder, aber wenn der Frosch der Spinne hilft, hat er doch ja für sich in seiner Art keinen Nachteil. Er hat aber keinen Vorteil. Warum macht das dann? Tiere machen nur Sachen, die vorteilhaft sind, sonst machen die nichts. Also es wird die Evolution, die Selektionsprozesse produzieren ja Tiere, die sozusagen ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil operieren. Und eigenen Vorteil heißt natürlich, kooperiere, wenn es in deinem Vorteil ist. Oder es heißt auch, kooperiere, wenn du mit dem verwandt bist. Das ist aber alles zum eigenen Vorteil. Und der Mensch, der macht da eventuell eine Ausnahme, da gibt es neuere Untersuchungen, die zeigen, dass das bei uns etwas anders sein könnte, dass wir also durchaus auch eine gewisse Kooperationsbereitschaft haben. Aber wenn Sie das Beispiel mit den Putzerfischen sagen, der in dem Moment, wo der Putzerfisch den anderen Fisch putzt, hilft er ihm ja in gewisser Weise, hat aber selber einen Vorteil dadurch. Ja gut, das geht natürlich, wenn ich jetzt dem anderen helfe und dadurch einen eigenen Vorteil habe, das geht sofort. Aber das ist, glaube ich, das, was er gefragt hat, oder? Ja, das geht sofort. Ist denn die Frage beantwortet? Um Symbiose, es geht eben um Symbiosen. Ja, also im Prinzip, dieses Beispiel von dem Frosch und der Spinne, das ist ja real. Das gibt es ja wirklich, dieses symbiotische Verhalten, wo diese kleinen Frösche von diesen Spinnen wirklich als Haustiere gehalten werden. Und wenn man jetzt rein immer nur opportunistisch sagt und immer nur ganz kurzfristig agiert, wie kommen solche Sachen zustande? Ich meine, Symbiose ist ja etwas real Existierendes, auch im Tierreich zwischen verschiedenen Arten. Das ist irgendwie ein bisschen unbeantwortet, finde ich. Ja, Symbiose ist ja was anderes. Bei der Symbiose profitieren ja beide. Also das funktioniert. Wenn beide profitieren, funktioniert das sofort. Da gibt es viele Beispiele. Hinten rechts ist noch eine Frage, ganz hinten rechts. Das Mikro kommt. Ja.
Meine Frage würde ich gerne im Voraus sagen, ich kontaminiere sie ein bisschen mit meiner, sagen wir mal, Menschlichkeit und würde gerne nach einem Lebewesen fragen, das sich nicht mehr nach der Evolution richten muss, also uns, dem Homo sapiens, weil wir haben jetzt sehr viel gesagt, sehr viele Dinge in der Epantie, die wir im Runde sehen, immer runtergebrochen haben auf, es gibt mir einen Überlebensvorteil. Der Mensch auf der anderen Seite, der sich ja halt von der Evolution getrennt hat, hat sich ja auch gleichzeitig in seiner Gefühlslage und Empathie sozusagen, meine Frage wäre, was ist da schiefgelaufen? Wie hat der Mensch die Dinge entstehen lassen können wie unglaubliche Grausamkeit, aber auch halt Idealismus? Also der Gedanke, dass man durch positive Emotionen besser sein kann als die eigene Natur. Weil wir haben jetzt bei den Tieren alles halt immer auf Evolution untergebrochen. Und für mich ist da irgendwo ein Bruch. Gibt es überhaupt keinen Raum für Idealismus in der Natur? Wie gesagt, die Frage ist wahrscheinlich wissenschaftlich an tausend Ecken falsch angesetzt und falsch durchgedacht. Frage, ja. Aber es ist für mich so ein Bruch, der mir persönlich irgendwie da vorhanden ist, den man mal betrachten könnte. Ich glaube, das ist eine Frage für das Philosophische Institut. Ich kann nur für mich sagen, die Frage ist ja, hört sich ja so ein bisschen fatalistisch an für mich. Und ich nehme die Welt, in der ich lebe, überhaupt nicht so wahr, als dass Menschen nur noch unempathisch sind und darauf aus sind, die Welt zu zerstören. Ich glaube schon, dass es das gibt und ich glaube auch, dass man an vielen Stellen aufpassen muss, aber ich treffe in meinem Mikroorganismus mindestens so viel empathische Menschen, sozial engagierte Menschen und aufrichtige Menschen wie Verrückte, die die Ökonische zerstören wollen. Deshalb kann ich das für mich gar nicht so beurteilen und bewerten. Nee, ich glaube, man muss hier unterscheiden. Ich habe über Tiere gesprochen, ich habe den Menschen außen vor gelassen. Weil der Mensch ist zwar schon in vielerlei Beziehungen ähnlich wie Tiere und es stimmt auch nicht, dass bei uns keine Evolution mehr stattfindet. Die findet natürlich immer statt. Evolution ist unter anderem differenzielle Reproduktion. Also wenn Sie meinetwegen ein Kind haben und Ihr Nachbar hat vier Kinder und die Kinder von dem Nachbarn haben auch wieder vier Kinder und Ihre Kinder und die Kinder Ihrer Kinder haben auch nur ein Kind, dann haben Sie Evolution. Dann gibt es nämlich auf einmal nur noch die, die vier Kinder in die Welt setzen, die anderen, die fehlen. Also Deutschland ist ja im Augenblick dabei, sich, oder Europa muss man sagen, die Europäer sind ja dabei, sich auszurotten. Wir haben 1,3 Kinder im Schnitt, da kann man ausrechnen, wenn es keine Europäer mehr gibt. Das ist Evolution. Also der Teil der Evolution, der gilt für uns auch. Aber die Empathie, die Sie gesagt haben, da denke ich, ist der Mensch schon anders. Also wir haben schon die Fähigkeit, also wir mit Sicherheit haben wir die Fähigkeit jetzt, Empathie zu entwickeln und auch Leuten zu helfen, mit denen wir nicht verwandt sind. Nur die Frage ist, wie viel Aufwand treiben wir? Und wenn Sie mal überlegen, also ich habe zwei Töchter und ich habe das mal ausgerechnet, bis die dann mal... haben die hoffentlich nicht gehört. Sagen Sie ruhig endlich, ja, es ist doch die Wahrheit. Ich muss aufpassen, weil die sitzen nämlich hier unten. Nee, aber bis die dann mal meinetwegen das Abitur hatten und studiert hatten, da kann man ja ausrechnen, was das kostet. Das kostet meinetwegen pro Kind, keine Ahnung, 150.000 Euro. In der Zwischenzeit habe ich vielleicht für irgendwelche Wohltätigkeitsorganisationen derselben Zeit vielleicht 1.000 Euro gespendet. Und dann sieht man also die Diskrepanz zwischen dem, was man für die eigenen Nachkommen tut und dem, was man für die anderen tut. Was ja auch wieder biologisch funktional ist. Ja absolut biologisch funktional ist, ja. Also das muss man schon so sehen, ne? So. Aber die Frage war ja, was ist schiefgelaufen? Er hat ja gefragt, was ist schiefgelaufen mit uns Menschen. Also was uns Menschen natürlich noch einfach morgens ist noch mal schon die Sprache fragen. Auch, also absolut, das Ganze absolut. So vom Tierreich, also diese ganzen, also das Tier hat ja gar nicht die Mittel, um über diese ganzen Sachen nachzudenken, die Sie da angesprochen haben und darüber zu philosophieren, was es jetzt in seinem zukünftigen Leben anders machen will. Also das, die Sprache ist schon nochmal ein etwas, was den Menschen unterscheidet. Ja, und dann auch natürlich Kultur und Erziehung. Und Kultur, ne? Genau. Ich meine, das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt, genau. Und der ist ja bei Tieren in dem Sinne nicht so ausgeprägt. Ja. So, jetzt haben wir da vorne noch jemanden, der eine Frage stellen wollte. Ja, hallo. Ist an? Ja, zu dem Thema auch, was wir eben hatten. Ne? Der eine hilft dem anderen, also ich helfe dir, du hilfst mir. Man liest ja auch immer wieder Geschichten, gerade im Bezug auf Welpen, Jungtiere, die von anderen Tieren großgezogen werden.
Hunde zum Beispiel ziehen Katzen groß, eine Ziege zieht, wie gesagt, einen Hund groß. Wie ist das dann da? Das passt ja dann irgendwo auch nicht zusammen. Oder kann man, oder ist das auch ein Unterschied jetzt wieder zu den Haustieren und zu den Wildtieren? Gibt es da auch, weil Sie sagten eben, Gnus, da zieht die Mutter nur ihre eigenen Kinder groß. Also Hunde haben wir ja schon gesagt, muss man da außen vor lassen, weil die sind gezüchtet und da gibt es sehr viele Dinge, die man nicht so erklären kann, wie man andere Sachen erklären kann. Aber dass Tiere jetzt, ich habe das eben auch schon mal bei den Gnus das Beispiel gebracht, dass ein Tier bereit ist, ein anderes Tier aufzuziehen. Das kommt in der Natur nur vor, wenn das andere Tier mit dem, der aufzieht, verwandt ist. Sonst kommt das nicht vor. Und es ist im Gegenteil, es ist so, die Beispiele sind vielleicht dem einen oder anderen hier bekannt, das ist erstmals an Löwenrudeln entdeckt worden, dass wenn ein Löwenrudel besteht in der Regel aus 5 bis 6 Weibchen und aus einem oder zwei Menschen. Und diese Menschen, die können dieses Löwenrudel meinetwegen 3 bis 4 Jahre halten. Danach sind die zu alt und werden umgebracht von jüngeren Löwen, die dieses Rudel übernehmen. Und in dem Augenblick, wo die das Rudel übernehmen, bringen die alle Jungtiere im Rudel um. Und zwar deshalb, weil die Jungtiere im Rudel ja mit denen, die jetzt dazugekommen sind, sind die ja nicht verwandt. Das heißt, das sind jetzt fremde Gene. Das heißt, was sie machen, die bringen die sofort um. Dann hat man am Anfang gedacht, naja gut, das ist vielleicht nur bei Löwen so. Und dann haben die Leute genauer nachgeguckt. Dann haben sie bei Primaten geguckt. Es ist für viele Affenarten gezeigt. Es ist eigentlich fast ein gängiges Schema. Das heißt, wenn mir fremde Nachkommen im Weg stehen als Mann, dann bringe ich die erstmal um. Und das Erschreckende ist, dass das leider zum Teil ja auch für uns noch gilt. Das heißt, wenn Kinder misshandelt werden, dann sind das zu einem hohen Prozentsatz die Stiefeltern, der Stiefvater, der dieses Kind misshandelt. Und wenn Kinder getötet werden, ist es auch zu einem hohen Prozentsatz leider der Stiefvater. Wobei Gott sei Dank das aber sehr selten vorkommt. Also das ist ein sehr seltenes Ereignis, aber wenn es vorkommt, ist es fast immer der Stiefvater. Bei Haustieren kann ich aber sagen, dass es sehr häufig Mütter sind, die ein zu hohes oder in Verhältnis gesetzt zu hohes Brutpflegeverhalten und Brutpflegemuster in sich haben und das nicht so ausleben konnten. Im Hunderudel ist es ja so, dass wenn eine Hündin Welpen bekommt, dass in aller Regel alle Mütter alle Hündinnen, die da rumrennen, latent Milch mitproduzieren. Und die würden auch tatsächlich die Welpen mitstillen, wenn es sein muss. Für mich auch wieder biologisch funktional, wenn es die eine Mama nicht schafft, wir ziehen alle mit auf. Da ist ja sowieso ein Verwandtschaftsgrad in einem natürlichen Rudel. Aber wenn wir jetzt die klassische Situation haben, die ja eigentlich völlig absurd ist, wenn also eine Katze ein Kanickel mit aufzieht und ein Reh ein Welpen und so weiter, das sind im Prinzip immer viel zu stark ausgeprägte Brutpflegemuster, die dann im Grunde den Hintergrund haben, naja, ich habe keine eigenen, dann nehme ich halt den. Und das ist biologisch überhaupt nicht funktional, ist ja völlig logisch, aber bei Haustieren, das ist ja glaube ich heute auch der rote Faden, geht es ja eben nicht nur um biologische Funktionalität. Also ich sag mal, wenn man einen Mops im Wald aussetzt, der kommt ja nicht sehr weit biologisch funktional. Ne? Also das muss man schon differenzieren, aber meistens viel zu starkes Brutpflegeverhalten. So, gibt es noch? Ja? Ganz hinten ist auch noch jemand. On, off. Ich würde es auch einfach immer anlassen. Dann fangen wir doch hinten an, da ist auch noch eine Frage und da ist das Mikro scharf. Ja, hört man mich? Ja. Ich würde gerne wissen, woran Tiere merken, dass sie sterben, also woran sie den qualitativen Unterschied merken, ich bin einfach nur krank, werde aber wieder fit und ich sterbe. Also es ist ja bei ziemlich vielen Tieren so, dass sie das irgendwie mitkriegen, registrieren, zumindest würde ich meinen, dass man das bei manchen Tieren am Verhalten sehen kann. Stimmt das überhaupt, dass die das registrieren und gibt es eine wissenschaftliche Erkenntnis, ja, wie die das merken? Oder ist das einfach Intuition? Gibt es da wissenschaftliche Studien zu? Ja, ich denke schon, dass die das zum Teil merken und die ziehen sich dann zurück, aber die merken das deswegen, weil es ihnen dann unheimlich schlecht geht. Ja. Also wenn man dann total krank ist und das hat man ja, weiß man ja von sich selber, also wenn sie hohes Fieber haben, es geht ihnen total schlecht, dann ziehen sie sich zurück und warten einfach ab. Ich glaube nicht, dass das Tier weiß, dass es stirbt. Das Tier zieht sich einfach zurück, weil es ihm total schlecht geht. Also ich wüsste auch nicht, dass das wissenschaftlich erforscht ist. Ist nicht untersucht. Also das ist auch schwer rauszukriegen. Also ist eine sehr schwere Frage, wie ja, will man das irgendwie Also beim Hund würde ich auch sagen, ich kann das überhaupt nicht beurteilen.
Und kann auch für mich sagen, dass viele Menschen, mit denen ich so zu tun habe, schon sagen, man hatte das Gefühl, der Hund verhält sich jetzt nochmal anders, als wenn er, als wenn er krank ist oder so. Aber ob ein Hund jetzt abstrahieren kann, so jetzt geht's zu Ende, ich vererbe schon mal die Knochen in der Nachbarschaft, das weiß ich nicht. Also das kann ich überhaupt nicht beurteilen und ich kenne auch keine einzige Studie dazu. Okay, jetzt geht das Mikrofon jetzt hier vorne? Ach so. Nee. Da kommt das Mikrofon von hinten, das funktioniert. Nein, auch. Doch. Mal kräftig reinsprechen. Hallo. Ja. Ich habe eine Frage zu den eigentlich monogam lebenden Vögeln, die dann zwei Reviere weitergehen und sich einen anderen Lebenspartner holen. Sind das immer die männlichen Vögel oder auch die weiblichen? Natürlich, selbstverständlich. Ja. Das ist auch eine gute Frage. Es sind natürlich nicht immer die männlichen Vögel, weil die Weibchen, die sich mit mehr als einem Menschen paaren, die sind ja auch fremdgegangen. Das heißt, es ist so, dass also im Grunde genommen wird das, wenn man das jetzt biologisch erklärt, dann ist es so, dass ein Weibchen ja unter Umständen da Vorteile von hat. Und zwar dann oder deshalb, weil das genetische Risiko für das Weibchen geringer wird. Dann hat es einen Vorteil. Es ist aber auch so, wenn ein Weibchen nicht in der Lage ist, ein qualitativ hochwertiges Männchen zu bekommen, dann hat es nur die Alternative, entweder keine Fortpflanzung oder eine Fortpflanzung mit einem qualitativ nicht hochstehenden Menschen. Das hat er auch gemacht. Dann macht das Weibchen das. Aber wenn so ein Weibchen jetzt die Chance hat, mit einem qualitativ hochstehenden Menschen fremd zu gehen, dann macht es das. Und ich glaube, das gibt auch wieder Parallelen im menschlichen Verhalten. Definitiv. So, eine Frage könnten wir noch und ansonsten würde ich nämlich jetzt... Hast du noch jetzt... Termine heute? Ja, ich wollte nach Hause, ich habe ein Kind, das wartet auf mich. Da. Kann man mich hören? Ja. Ah ja, okay. Ich habe eine Frage zu Menschenaffen und zwar habe ich gelesen, dass diese Coco, die ja schon öfters heute angesprochen wurde, ganz gut befreundet war mit Robin Williams und als die Pflegerin, die sich um Coco gekümmert hat, ihr quasi gesagt hat, dass er gestorben wäre, sie quasi als Reaktion dann das Zeichen für eine Träne gemacht hat, so quasi als Trauerzeichen. Ja. Ist das möglich? Kann man sich das vorstellen, dass Menschenaffen oder ist das eine findige Presse finde? Ja, ich weiß es nicht. Also ich war nicht dabei, als Coco das Zeichen gemacht hat und ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Also Coco ist schon, also die hat wie gesagt ist als Baby da schon eingezogen bei der guten Frau und hatte so ein spezielles, also die hatten so ein spezielles Verhältnis, sage ich mal. Ist auch so sehr kritisch, also von wirklichen Verhaltensforschern ein bisschen kritisch gesehen. Also die konnte schon Zeichen für Träne und Trauer und sowas machen, aber also es kann natürlich auch sein, dass halt um sie herum darüber, also die konnte auch, also was die können, ist viel verstehen. Das habe ich, glaube ich, eben nicht erwähnt. Also die können nicht viele Zeichen selbst machen, aber die können auch schon englische Sprache verstehen. Und wenn jetzt da einer darüber geredet hat, dass Robin Williams irgendwie gestorben ist und die alle so super traurig sind oder so, kann natürlich sie das damit verknüpft haben, dass sie das Zeichen für Träne macht. Ob das jetzt bei ihr bedeutet hat, dass sie todtraurig war, wage ich eher zu bezweifeln, aber vielleicht, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, genau. Ja, also kann man sich vorstellen, dass so ein Menschenaffe einfach versteht, dass jemand gerade gestorben ist, nur weil man es ihm sagt, oder brauchen die auch eher so einen Abschluss wie bei den Hunden? Also das Konzept von Tod ist ja schon mal sehr schwierig. Und ob man das rein in gesprochener Sprache vermitteln kann, weiß ich nicht. Also ich habe Coco nie kennengelernt persönlich, ich weiß nicht, inwieweit die da, also sie hatte schon viele Zeichen drauf und konnte sehr viel verstehen mit der menschlichen Kommunikation. Also sie ist ja über 50 geworden und das war halt jetzt erst vor kurzem oder halt vor ein paar Jahren mit Robin Williams. Aber also ich glaube, das ist wirklich das Konzept von Tod ist schon schwierig. Aber zum Thema Sprachverständnis kann man vielleicht nochmal sagen, es gibt ja einen Hund in England, der viele hundert verschiedene Gegenstände bezeichnet bekommen hat. Ne? Also hol den Würfel, der holt den Würfel, hol die Puppe, hol den Schalkebär und keine Ahnung. Und dann hat man diesem Tier 6 Gegenstände hingelegt, die er kennt, einen 7. daneben gelegt und diesen Gegenstand hat er noch nie gesehen. Und auch den Namen dieses Gegenstandes noch nie gesehen und gehört und konnte aber übers Ausschlussverfahren diesen Gegenstand holen. Das heißt also, wenn ich dann von mir aus sage, hol den neuen Gegenstand,
wuselt der hin und her und denkt, Mensch, der neue Gegenstand, habe ich noch nie gehört, und nimmt dann den neuen Gegenstand. Daraus aber rückschließen zu können, dass er abstrahieren könnte, was das ist ein bisschen weit hergeholt. Und ich habe viele Kunden oder viele Menschen, die mit Hunden zusammenleben, die behaupten, der Hund würde die Sprache verstehen. Und das ist wirklich Fabelwesen. Und ich habe ein Experiment dazu gemacht. Eine junge Dame bei mir im Training hat immer 5 Minuten, bevor der Mann von der Arbeit nach Hause kam, zu ihrem Hund ganz euphorisch im Hausflur gesagt, ja, der Papa kommt gleich von der Arbeit nach Hause. Und dieser Hund ist mit einer wahnsinnigen Euphorie immer in den Vorgarten gerannt und hat sich gefreut und wurde immer bestärkt, weil ja nach ein paar Minuten der Mann des Hauses kam. Und dann wollte ich ihr erklären, dass der Hund aber ausschließlich darauf reagiert, wie sie sich körpersprachlich verhält und mit welcher Intonation sie euphorisch ist. Und habe sie darum gebeten, immer wieder zu sagen, so, jetzt fahren wir gleich zum Tierarzt und lassen dich einschläfern. Aber in der gleichen Intonation, in dem gleichen Singsang, und faszinierenderweise ist dieser Hund mit derselben Euphorie in den Vorgarten gegangen und war ja jetzt nicht suizidgefährdet im klassischen Sinne. Ja? Das heißt, also wir müssen wirklich aufpassen. Ich bin da total bei Ihnen, dass man bei allem, ich glaube, wie es ist, und ich bin ja auch dann jemand, der sagt, Mensch, ich habe das jetzt zigmal beobachtet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es so ist, dass man dann nicht zu menschlich Sprache bei Tieren interpretiert. Ich glaube, das ist mit Haustieren eine große Gefahr. So, noch eine Frage sonst? Ja, möchte noch jemand dringend? Sind ja du auch machst Druck, da. Du machst sehr ja, subtil ja, Druck. Ja, ja. Jetzt möchte keiner es ist aber nicht nett, dass du mich jetzt hier so outest, dass ich keiner den Abend künstlich verlängern, merkst du das? Ich habe gesagt, bekommen 9 Uhr. Wir haben 9 Uhr, wenn meine Uhr richtig geht. Deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle mich bedanken bei Frau Dr. Schmidt, bei Professor Bleckmann. Sie müssen jetzt doppelt so lange klatschen, weil ich habe ja beide Namen gesagt. Genau. Sehr gut. Und natürlich auch bei Martin Rütter. Und beim WDR. So, ich hoffe, es hat Ihnen allen gut gefallen und Sie nehmen viele Ideen mit nach Hause, ob Tiere jetzt tatsächlich rechnen können und wie das alles so funktioniert. In Sachen Martin möchte ich noch mal darauf hinweisen, das aktuelle Bühnenprogramm von ihm, Freispruch. Wer möchte, kann da hingehen am 6.12. in Düren, das ist hier in der Nähe, meine Geburtsstadt. Am 20.12. ist Martin in Düsseldorf, das ist da, wo ich jetzt wohne. Und ja, merkst du die Struktur? Und heute Abend bin ich da, wo Diana noch hin muss. Schaut mal hin. Du merkst schon was. Nein, und am 6.11.2019 ist er in Siegburg und damit habe ich gar nichts zu tun. Jetzt im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit, unsere Gäste, unsere Experten werden noch ein bisschen hier bleiben, hier vorne an den Tischen, wenn Sie noch mal das Einzelgespräch suchen möchten. Der ein oder andere möchte vielleicht ein Foto machen. Also diese Möglichkeit gibt es jetzt auch noch. Und dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle.